Cookies, Comic-Cookies, lecker. Heute gibt es bei den Comic-Cookies die Antwort auf alle Fragen, denn wir sind bei Episode 42 mit Uni. Hallo. Und dem Flori. Hallo. Winken, Brie. Und der Feli. Hi. Und dem Breedy. Und Steffi. Ja, super. So wollte ich schon immer mal vorgestellt werden. Weihnachtsepisode. Das heißt, da sind immer Gäste dabei. Dauergast Feli. Die andere Hälfte von den Comic-Schnuckis. Mm. Die bessere Hälfte natürlich. Und Flori. Ja. Hallo. Und als Special Guest Brainstorm. Unser Maskottchen. Ja, das Maskottchen. Das ist endlich mal wieder da. Das Cookie-Maskottchen. Ja. Jubiliert, jubiliert. Und den Breedy müssen wir heute ein bisschen durchpeitschen, weil er will schnell weg. Nein, ich muss schnell weg. Sachzwänge. Du willst. Du willst. Ja, du hältst es nicht aus. Genau, ja, mag's ja einfach das ist ja wie nach längerer Krankheit. Da brauchen wir so ein bisschen wieder Eingliederung in den Job. Und das ist hier auch erstmal so kürzere Episoden, damit man das auch verkraftet. Okay. Ja. Ich dachte, da macht man Überstunden, um es wieder gut zu machen, dass man weg war. Das geht nicht so. Dann fang mal an. Was hast du denn so? Geht schon los? Also ja, zuerst haben wir natürlich die Kommentare, ne? Das wollen wir feststellen. Ach so, ja. Dann mach du erstmal deine Kommentare. Da hat uns zum Beispiel kommentiert der Joe Care im Panini-Forum. Hat er geschrieben zur Episode 41. Hör sowas ja immer quer und pick mir die interessanten Sachen raus. Aber die Mädels waren diesmal teils zu brüllen. Ja. Ne? Wir sind cool. Eine ähnliche Geschichte hat dann Cracker Jack Jackson reingeblasen. Und zwar schreibt er, mein erster Comic-Cookies-Podcast. Habe jetzt die erste Stunde gehört. Die Mädels sind wirklich top, besonders Oni. Lobo Rock nach all den Jahren. Immer noch eines der Comics, die man immer wieder lesen kann. Okay, ich bin halt nur ein einfacher Comicleser. Tolles Interview mit Emil Boskorp. Ich wollte ihn schon immer mal kennenlernen bzw. etwas über ihn erfahren. PS, Gruß an die Ladies. Hiermit übermittelt. Und dann hat nochmal Joe Care geschrieben. Den hatte ich gefragt, ob er jetzt über die erste Stunde hinaus ist. Er geschrieben, ja, sogar über den ersten Podcast. Den Sex und Gewalt Special Podcast habe ich ausgelassen. Ich möchte ja nachts noch ruhig schlafen können. Was, und den allerbesten? Schlafen können und bin jetzt bei der Nummer 40 in der Feli Fragezeichen, Uni Fragezeichen oder Steffi Fragezeichen über ihre böse Mutter und Dr. Snuggles erzählt. Dr. Snuggles ist meine Partei, denke ich. Ich glaube, wir müssen einfach mal sagen, wer spricht. Ich glaube, das mit der bösen Mutter bist du auch, die dir sagt, was du gucken sollst und was nicht, oder? Ja, stimmt, ja. Ich glaube, nicht viel Fernsehen. Ja. Nochmal. Wirklich sehr gut. Wirklich sehr gut und hat bei mir auch wieder längst vergessene Zeiten aufleben lassen. Das Ferienprogramm für Kinder, Anke Engelke, Calimero und so mit Sombrero, Herr Rossi. Ja, das ist, glaube ich, eher die Fraktion, wo ihr noch ein bisschen jung für seid, Mädels, oder? Also, so nach und nach werde ich mir wohl die ganzen Podcasts anhören. Ich finde die Podcasts locker und voller Situationscomic. Da wirkt echt nichts gestellt oder so. Das Autofahren macht zurzeit richtig Spaß. Das haben wir natürlich sehr gern, ja. Ja. Mhm. Gestellt ist sehr schön. Anarchie. Also richtig viele Kommentare haben wir auch im Blog bekommen diesmal. Und zwar hat sich der Herr Rossi nochmal gemeldet, weil du gerade Herr Rossi auch gerade erwähnt hast. Der hatte uns seinerzeit das bunte Paket geschickt. Und ja, hat seine Kommentare an fast jeden von uns gerichtet. Ich glaube, du warst in der letzten Episode nicht dabei. Nee, genau. Deswegen an jeden von uns. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, jeder liest mal seinen Kommentar vor. Fange ich mal an, weil ich ganz oben stehe. Wichtig, Tour. Ich will das nur hinter mich bringen. Es sind auch ein paar andere dann. Deswegen, lieber Steffen, du wirst es nicht für möglich halten, aber Panini Italien ist gerade dabei, die Gesamtausgabe von Pippo Reporter zu veröffentlichen. Hat einen Link dazu geschickt. Die zweite Ausgabe ist gerade frisch veröffentlicht worden. Vielleicht könnte sich die
deutschen Lizenznehmer tatsächlich darauf berufen. Geschrieben wurde Pippo Reporter übrigens von Teresa Radice und gezeichnet von Stefano Turcuni. Ja. So, die Uni ist die nächste. Oha. Liebe Uni, Micha Trouble ist my business leider auch nicht ganz überzeugt. Ja, das... ich lese einfach mal vor. Ich hatte auf eine amüsante Hardboiled-Pulp-Story gehofft, ich auch. Leider könnte die Episode erzähltechnisch das Niveau nicht halten. Empfehlen würde ich da ganz andere Werke von ihm. Ich habe vor kurzem Gipfel der Götter durchgelesen mit einem Szenario von Baku Yamamakaru Uhura. Unfassbar gut. Da stimme ich zu. Anfänglich hatte ich noch meine Bedenken, doch sobald man sich darauf einlässt, ist das wie ein Sog. Im Übrigen könnt ihr meine Comics natürlich weiter verschenken oder verlosen. Soll ich dazu was sagen? Ja, wenn du möchtest. Genau, also wie gesagt, ich habe wirklich diesen Comic aufgeschlagen und dachte, oh geil, jetzt wieder mal ein guter. Mhm. Und war dann auch, also wie gesagt, wenn man damit einsteigen möchte mit Chihiro Taniguchi, ist das definitiv nicht die beste Wahl. Gipfel der Götter oder eben auch Der spazierende Mann, das sind fantastische Comics, um dann ihn mal kennenzulernen und auch seine Erzählweise kennenzulernen. Mhm. Vertraute Fremde. Oh, da bei dem habe ich so geflennt. Ich habe das auch, also, oh. Entschuldigung. Ja, ich habe im Übrigen nicht geantwortet, weil ich mit ihm im Grunde bei dem Beitrag hin und her geschrieben habe. Von daher... ist das alles soweit geklärt. Feli? Yay! Liebe Feli, ich muss dir beipflichten, The Beginner's Guide von Davey Redden ist ein sehr einzigartiges Metaspiel, wenngleich es nicht ganz so zugänglich ist wie The Stanley Parable. Ja, es hat halt einen ganz anderen Stil. Also The Beginner's Guide ist um einiges düsterer und ernsthafter als Stanley Parable, das ja sehr komikartig war und aber auch sehr neu in seiner Erzählweise. Das ist ja das Schöne, dass seine Sachen sehr anders sind als die meisten Spiele. Um den Kontext zu Comics herzustellen, möchte ich dir und allen Gameboys und Girls wiederum ein Spiel ans Herz legen, und zwar das Adventure Tales from Borderlands von Comic Look. Ein Spiel im Comic Look. Was lese ich da? der die unglaublichen Abenteuer von Rice und Fiona auf dem Planeten Pandora nacherzählt. Ja. Es gibt auch noch die anderen Borderlands-Spiele, die postapokalyptisch Mad Max-mäßiges Szenario auch im Comic-Look. Sehr, sehr schöne Spiele. Und Pärchenspiele vor allem. Also ich stimmt. Man kann das zusammenspielen, das macht sehr viel Spaß. Alleine macht es aber auch Spaß. Mhm. Also sehr empfehlenswert und hat halt diesen speziellen Look. Es ist zwar ein 3D-Spiel, genau, wo du aus der Ego oder aus der Third Person spielen kannst, aber es hat eine spezielle Textur, die alles ein bisschen comichaft wirken lässt. Das ist sehr geil. Die rendern eben die Außen-Edges, rendern die eben dunkel. Und die und haben so Schattierungsstriche und sowas zwischendurch drin. Also es hat halt so einen Comic-Look, sehr nice. Leider ein Geheimtipp, da das Spiel zurzeit irgendwas untergeht. Nein, tut es nicht. Nicht, wenn man YouTuber verfolgt. Mittlerweile für Spiele ist YouTube Let's Play und so der Tipp, wenn man informiert sein will. Und Tales from Borderlands habe ich von mindestens 3 großen YouTubern oder Twitch-Streamern gesehen. Aber sehr geiles Spiel, auf jeden Fall. Das Writing und die Charakterzeichnung ist wirklich top, was aber auch kein Wunder ist. Gehört doch zum Autorenteam kein geringerer als Anthony Birch, der wiederum der Bruder von Ashley Birch ist, die in Life is Strange Chloe Price ihre Stimme verleiht. So geht das übrigens mit den Überleitungen. Das ist bestimmt an Stefan gerichtet. Vermutlich, ja. ja, Life is Strange war auch sehr cool. Beides sehr empfehlenswerte Spiele, also Life is Strange und Tales from Borderlands, wenn man auf Spiele mit Entscheidungsmöglichkeiten steht. Jede Entscheidung, die man trifft, hat halt eine Auswirkung auf den weiteren Storyverlauf und auf das Ende. Und dadurch fühlt man sich viel mehr in dem Spiel drin, als ob man halt was zu sagen hat. So, wenn ich schon einmal im Empfehlungsalgorithmus drin bin, für Freunde der animierten Zeichentrickkunst, die sich für entrückte Sci-Fi-Konzepte interessieren, empfehle ich übrigens Rick und Morty. Dazu gibt es hier auch einen Link, den ich angeklickt habe, der mich zu einem sehr psychedelisch aussehendem YouTube-Video geschickt hat.
Ich hatte den Ton nicht an. Rick und Morty ist super beliebt momentan auf Tumblr. Ich komme mit den Zeichnungen leider nicht so gut klar. Es geht um, oh Gott, jetzt hoffe ich, dass ich nicht... Ich glaube, es ist ein Junge mit seinem Großvater, der unterwegs ist und... Es sah sehr Standard-Cartoony aus, sag ich mal. Recht einfacher Stil, fand ich, aber sehr bunt. Ja, es ist bunt, aber die Thematiken sind nicht ganz so bunt und... ja, ich hab mich psychedelisch noch... trifft das Video ganz gut. Es sah nicht bunt aus von der Thematik her, ja. Kann man ja mal reingucken. Ich versuch's gerade, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Gebe ich mal weiter. Ja. Einer fehlt noch. Gute Besserung, lieber Breedstorm. Um dir zumindest ein Lächeln ins Gesicht zu schnitzen, schau dir mal an, was Wolverine in Uncanny X-Men 129 für ein Schmuddelheftchen liest. Und das Bild verrät uns. Was liest er? Hast du es dir angeguckt, Steffen? Ja, aber ich hab's nicht erkannt. Wie, du hast es nicht erkannt? Nee, ich hab's nicht erkannt. Du kannst es doch lesen. Blindfische. Ja, ein Hustler. Ah! Ich wollte gerade sagen, das auch noch ich habe da nur an Comics gedacht. Ein Schmuddelheftchen Comic. Ja, sehr gut. Ja. Wenn da Schwermetall oder sowas steht. Der Schmuddel. Ja. Cookies. Weiß nicht, was habe ich damit zu tun? Bin verheiratet, Leute. Ja, ja, natürlich. Na, der Hustler kommt ja nicht ins Haus. Das ist das überwiegende Publikum, sag ich mal, für solche Hefte. Da bin ich mir sicher, ja, Steffen. Ich wollte gerade sagen, ist verheiratet, du, ne? Ja. Ihr Heftchen, das war vielleicht in den 80er so, ja, Steffen? Naja, wir haben jetzt alle heute Internet, das sind die Leute. Ja, das war in den 80er. Wer kauft denn noch Porn? Also tatsächlich. Sammler? LKW-Fahrer? Also wenn ich an einer Raststätte bin, dann liegen da immer Dinge, wo ich denke, okay, scheint noch eine Zielgruppe zu sein. Ja, das dauert noch ein paar Jahrzehnte, so bis Wi-Fi die alle Tablets und dann läuft das auch. Wenn die Technik weiter ist und das bei denen angekommen ist, dann sitzen die auch alle noch mit ihrem Tablet und surfen Porn. Dann verstehe ich. Auf der Autobahn. In Weilburg gab es einen Fleischer, da gehörte das, glaube ich, irgendwie zum Merch, dass da so ein Drehregal mit Pornos war. Oh ja. Ja. Synergieeffekte. Ja, passt schon. Man hört die. Noch ein paar Kommentare habe ich, glaube ich. Zwei noch. Demokratisch gewählter Moment, erstmal von wem? Von Janno. Janno Rohleder. Da hat mir ja den Band von Ist nur gut vorgestellt. Oder müssen wir heute übrigens noch was ziehen? Was? Ja, wir am Ende der Episode. Genau. Hatten ja Ist nur gut vorgestellt das letzte Mal und ja, irgendwie kam mir da bei der Umschreibung des politischen Amtes nicht in Präsident in den Sinn, obwohl das natürlich groß auf dem Cover steht. Das hat er dann nochmal ein bisschen verbessert. Also demokratisch gewählter Kalif, irgendein politisches Amt, also die Bezeichnung des Amtes, das Ist nur gut einnehmen will, ist jetzt schon allein aufgrund des Bandtitels sowie sämtlicher Dialoge im Comic eigentlich nicht so schwer zu merken. Thorsten mit Zwinger zum Beispiel. Ja, klar. Na gut, wir waren so fasziniert von Fassbock. Genau. Fassbock, ich will einen Segenbock haben, den ich Fass nennen kann. Und ich setze ihm ein Fass. Achso, und dann gibt es noch einen Kommentar von Chris. Ich glaube, der richtet sich an dich. Fassbock. OMFG. Ja, danke für den Tipp für One Punch Man. Ich weiß, es ist awesome. Das ist der abgedrehteste Anime, den ich gesehen habe. Also, ich möchte... Es gab eine Verwandlungsszene neulich und fängt an wie eine Sailor Moon-Verwandlung. Aber das heißt Angel Style. Also der Typ ist ungefähr 2 Meter groß und hat Muskeln auf den Muskeln. Und in dem Moment entscheidet sich eben gegen das Monster eine Verwandlung einzusetzen, was halt in Animes sehr üblich ist. Also vor allen Dingen diesen Kampfanimes. Und er transformiert und reißt sich alle Kleider vom Leib. Er sprengt sie mit seinen Muskeln und beschwert sich auch noch, dass sein Boyfriend ihm diesen Schal doch gestrickt hätte. Ja, es ist toll. Und dann fliegt er nach oben. Er bekommt diese Textur, die auch eben Sailor Moon dann hat, wenn sie sich verwandelt, damit man nicht sieht, dass sie nackig ist. Genau. Aber er bleibt einfach nackt. Die Textur geht weg und er ist einfach nur ein 2 Meter großer Kerl mit Muskeln auf den Muskeln nackt. Und das Schöne ist, in dem Moment kommentiert der Anime, was der Zuschauer denkt. Das ist doch gar kein Engel. Und ja,
Es ist großartig. Ein Auto hier. Hm. Ja, genau, der andere Typ sagt halt dann noch so, ich gehe jetzt. Also er sagt dann, der Typ, der dann halt sich in den Typen verwandelt hat, in den, also nicht verwandelt, einfach der nur die Klamotten aufgezogen hat. Er sagt dann eben, niemand hat meinen Style jemals gesehen und es überlebt. Und dann, ja. Noch ein Grund mehr zu gehen. Ja, genau. Die Kampfanimationen sind der absolute Hammer. Ja, das ist liegt. One Punch Man ist eine große Erfolgsstory. Und zwar, der Typ hat angefangen auf diesen Comic-Plattformen, also auf diesen super, also selber zum Hochladen Comic-Plattformen in absolut grottenschlechten Strichmännchen-Stil One Punch Man zu zeichnen. Mhm. Es war wirklich nur Strichmännchen. Mhm. Also von der Zeichenqualität nicht so toll. Dann kam aber, dieses Ding ist halt durchgestartet, weil die Story so geil ist. Und dann kam der Zeichner von iShield 21. Das ist halt einer der größten Animes und Mangas in Japan und einer der besten Zeichner. Und er hat sich diesen schlechten Zeichnungen angenommen und sie eben in One Punch Man verwandelt. Mhm. Und jetzt hat One Punch Man ein Anime. Und was für ein Schwachsinn die Story ist. Ich liebe ihn. Ja, da hat er recht. Genau. Gut. So. Also, Leute, wenn ihr geile Ideen habt und coole Geschichten, ladet sie hoch. Irgendjemand wird sie sehen, erkennen und was Großartiges draus machen. Ja. Und schreibt uns weiter so viele Kommentare. Das hat uns echt gefreut. Ja. Ich bin begeistert. Was? Comics. Yay. Comics. Ja, starte ich mal wegen Zeitmangel schon mal durch. Ich habe mitgebracht Tag X Nummer 2. Und zwar ist das betitelt die Kennedy Gang. Mhm. Und dann steht noch drunter 1947, willkommen in New Orleans, Zentrum des Alkoholschmuggels während der Prohibition. Das klingt gut. Ja, wobei der Titel auch ein bisschen hat mir das nicht irreführend. Nee. Nee, ich meine, dass der Titel darauf irreführend war bei den Taxen. Ja, das war bei dem ersten war auch so ein bisschen so. Und da denkt man sich, okay, das ist dann die Kennedys, also wie man sie kennt, als Familiendynastie halt 1947 während des Alkoholschmuggels, dass die halt Gangster sind. Das, was da draufsteht. Ja, und im Endeffekt ist es das auch so. Bloß der große, die große Änderung, die Zeitlinie bei dem Konzept Tag X hier gemacht hat, ist eben nicht, dass sich einfach bei der Familie Kennedy was getan hat, sondern schon 200 Jahre früher. Denn 200 Jahre früher war die Schlacht bei Montcalm. Das wird uns jetzt als Deutschen relativ wenig sagen. Für die Franzosen ist es aber ein sehr zentrales Thema, weil da sind sie nämlich von den Engländern in den Arsch getreten worden. Also mal wieder rückwärts gelaufen. Feli, pfui. Ne? Warum haben die Franzosen so viele Alleen? Gut, dass wir explizit. Ja, weiter. Jedenfalls sind sie da von den Engländern in den Arsch getreten worden und haben ihre ganzen Kolonien in Nordamerika verloren. Und die hatten wirklich große Teile von Nordamerika, wie verschiedene Namen wie Nouveau Orléans und ähnliches, also New Orleans heute noch suggerieren und verschiedene andere Namen, die es da so gibt. Bloß in dieser Welt haben die Franzosen diese Schlacht gewonnen. Das heißt, es existiert noch ein Neufrankreich, ein Nouveau France im Prinzip. Und das hat natürlich die Geschichte dementsprechend geprägt. Auf dem Cover sieht man auch schon die Freiheitsstatue. Sie sieht ein bisschen modifiziert aus. Und sie steht im sumpfigen Gebiet, nämlich im Gebiet von Neufrankreich. Weil die Franzosen logischerweise dann die Freiheitsstatue nicht quasi den Amerikanern gestiftet haben, sondern ihrer eigenen Kolonie. Und das ganze System läuft noch. Die Kennedy-Brüder sind aber zu der Zeit in New York und, wie gesagt, betreiben großen Alkoholschmuggel, weil es immer noch verboten ist, wie in den 20er Jahren, wie es in der Prohibition war, das da zu betreiben. Und jetzt überlegen sich, ja, so langsam könnte man ja in die Politik einsteigen. Aber sie wollen noch mal einen letzten großen Trip machen und noch mal ein bisschen Kohle verdienen für die politischen Ideen. Auf den ersten Seiten gibt's gleich
Wie würdest du es beschreiben? Nackte Menschen. Denn Kleidungsmangel. Ja, wir wissen ja, dass die Kennedys nicht unbedingt... Brüste, Leute. Breedstorm hat Probleme mit dem Wort. Ja, ich wollte es nicht aussprechen. Aber kein Penis, sondern nur Brüste. Und jedenfalls geht es da gleich ordentlich zur Sache. Sex und Gewalt. Und dann wird es ein Roadtrip durch das etwas andere Nordamerika. Und im Laufe des Trips werden auch viele, viele unterschiedliche zeitgenössische Figuren getroffen, die natürlich jetzt in einem anderen Kontext stehen. Zeichnerisch möchte ich das gar nicht bemängeln. Es ist natürlich, wie ich schon angedeutet habe, für den Franzosen deutlich interessanter, so ein Konzept zu sehen, weil letztendlich du musst verschiedene Figuren aus dieser Geschichte einfach besser zuordnen können und als Franzose kannst du das im Zweifelsfall, gerade mit Neufrankreich und so weiter, kannst du das viel, viel besser. Die Geschichte ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber die Veränderungen, die sich ergeben haben, die werden dann einem bewusst, wenn man sich so ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat. Zum Beispiel die Unterdrückung der Amerikaner, der Indianer durch die neue amerikanische, durch die neuen Einwanderer, muss man ja da fast sagen, in Amerika, ist dann nicht so groß gewesen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch einen Sheriff, der ein ziemlich fieser Sheriff, der ein Indianer ist, weil es den Indianern einfach nicht so schlecht geht. Der fängt dann an und verfolgt die Kennedy-Brüder so einmal quer durch die Gegend. Und ja, verschiedene Kriege haben sich auch dann anders zugetragen. Also es ist schon ein sehr, sehr interessantes Konzept. Aber ich weiß halt nicht, ob das so auf fruchtbaren Boden fällt hierzulande, muss ich sagen. Mhm. Also wenn man sich für Geschichte interessiert, auf jeden Fall. Bloß da gibt es halt auch einiges zu recherchieren. Und in dem Zusammenhang hätte ich es halt auch gut gefunden, was natürlich wieder nicht passiert ist, weil beim Original war es auch nicht, dass es eine bisschen redaktionelle Bearbeitung gibt. Das hinten einfach so ein... Ja, so kleine Anmerkung, ja, die Schlacht von so und so, wenn ihr nachgucken wollt, das lief so und so bei uns. Es reicht ja schon eine Timeline, also die Original-Timeline und eine alternative Timeline. Ja. Also das wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Es richtet sich, denke ich mal, natürlich auch ein bisschen älteres Publikum, so albenlesermäßig, die sich da vielleicht ein bisschen besser mit noch reindenken können, aber nichtsdestotrotz, dass die damals schon gelebt haben, muss ich sagen. Egal, wie alt du bist, 200 Jahre ist halt immer noch 200 Jahre. 1947 spätestens. Also effektiv ist es für alle von uns Geschichtsunterricht, egal wie alt wir sind. Also das ist ja auch was manchmal ist es relativ einfach, auch die historischen Figuren zu erkennen, wie Norma Jean Baker, weiß man halt, ist Marilyn Monroe, das hat man schon mal gehört, aber bei verschiedenen schwarzen Sängern oder sowas bin ich halt raus. Also das ist nicht, wo ich... Ich glaube, da bist du aber auch nicht allein. Das ist ja das Problem. Also auch da wäre halt so ein kleine Anmerkung oder sowas einfach mal dazu super gewesen. Wo wird der Comic eigentlich veröffentlicht? Ist das ein Ami-Comic? Das ist ein französischer. Französischer Comic? Ja, das ist... Natürlich, sie haben gewonnen. Das ist ein... Schon klar, aber... Es ist halt interessant. Weil auch die letzte ist in Amerika, hat ja in Amerika gespielt. Es ist jetzt aber schon der zweite mit der Kennedy-Thematik, wobei Panini das nicht in der Originalreihenfolge veröffentlicht, sondern so, wie sie denken, dass es Publikum zieht. Weil die Geschichten bauen auch nicht aufeinander auf. Das sind, ne? Und ob das jetzt mit der Name Kennedy mehr zieht als zum Beispiel, es gibt weiterhin das angekündigt Russen auf dem Mond. Warum zieht das nicht? Das ist doch geil. Ne? Das finde ich zum Beispiel... Da würde sich wahrscheinlich sehr schnell ein Abnehmer finden. Das Typische, die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, ist natürlich irgendwann auch dabei. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Da gibt es halt so viele von. Da finde ich nur Varianten interessant, wo die Deutschen dann auch auf Dinosauriern reiten. Und das ist richtig absurd. Oder auf fliegenden Haien. Die Russen waren sogar auf dem Mond, nur nicht persönlich. Ja, aber da siehst du halt dieses Bild, wo die Fahne gehisst wird, und das ist dann halt ein Kosmonaut mit einer Russenflagge. Ja, wo die Russen offiziell als erste mit Flagge und physisch im Fernsehstudio. Ja. Im Fernsehstudio, genau. Als Mensch. Im Fernsehstudio, genau. Haptisch antaster. Also, wie gesagt, Gesamtfazit, gut zu lesen, aber denke ich mal, nicht für die breite Masse. Okay. So, Comics. Wie gesagt, wir müssen den Breedstorm ein bisschen durchsprühen. Also, zack, zack. Peitsch. Ja, die jungen Leute haben Hunger. Also, wir haben... Nein, wir sind gut in der Zeit, aber du willst erstmal dein Zeug loswerden. Du hast immer so eine große Staffel, deswegen. Nee, ich habe das schon sehr reduziert heute. Ich habe bekommen von Plemplem Productions den neuen Changer. Und zwar ist das Changer Nummer 3. Das ist ja eine Serie...
eine Eigenproduktion von Plemplem Productions. Von, oder warst du? Dem Chef von Plemplem Productions, Chris Kläuber, und gezeichnet von Tommy Wagner. Und es ist im Prinzip, es sieht aus optisch von draußen stark wie eine Superhelden-Serie, ist es natürlich aber nicht, sondern es geht in The Changer darum, dass jemand die Fähigkeit hat, die Realität so zu ändern, wie er sie gerade braucht. Und im ersten Heft haben wir schon gesehen, dass die Freundin des Protagonisten, nämlich von Jackie, ums Leben gekommen ist, und das hat ihm natürlich nicht besonders gut gefallen, und da hat er sie im Laufe der Geschichte halt wieder zum Leben erweckt. Und in Teil 3 geht es relativ ruhig los. Man sieht die beiden, wie sie beim Shopping sind, und ja, das wäre eigentlich die Phase, wo man als Mann so ein bisschen schon genervt ist. So, die Frau braucht wieder irgendwelche Klamotten und muss schlimmerweise dabei sein. Ne? Breedstoms Meinung über Frauen. Ja. Hier bitte die Beschwerden von Leuten, die also, das nicht gut finden. Ja. Ihr könnt gerne kommentieren, er freut sich. Das ist nicht die Meinung von zu Frauen, sondern über das Verhalten von Frauen, zu dem man genötigt wird, dabei zu sein. Und man sieht aber dem... Meinung über Frauen. Wir können ja nicht die ganze Zeit auf Franzosen rumtrommeln. Also nehmen wir das nächste. Breedstorm muss immer auf rumtrampeln, klar. Man sieht immer auch an... Das ist das nächste Wort mit Fra. Auf dem Fra, was gibt's da noch? Man sieht ihm auch an, dass er natürlich nicht so, dass es nicht so spannend ist für ihn. Letztendlich ist es aber so. Das auch selber zuzuschreiben. Sorry, ich kann nichts Simples nicht mehr beruhigen. Ja, ich weiß, ihr seid ein bisschen aufgeregt, gar keine Frage. Ich bin ja wieder hier. Immer so. Es ist immer so herzerwärmend, wenn du da bist. Ja, Elvis has entered the building. Ja. Ja. Jedenfalls ist er bei dieser Einkaufstour, man merkt schon, ja, es ist nicht gerade sehr spannend für ihn, aber man sieht auch, dass er jetzt nicht den Hals aufreißt und sagt, hier, blöde Kuh, mach jetzt hin, ich will heim, Bier trinken nicht oder so. Weil er hat ja gesehen, was passiert ist oder wie das war, als sie tot ist, und das hat er natürlich noch sehr stark im Hinterkopf, weil er kann sich im Gegensatz zu allen anderen an die Geschichte erinnern, wie das damals gewesen ist. Ich verstehe, wenn jemand tot war, dann kann man das Shopping mal ertragen. Ja, ja. Oder wenn es die eigene Tochter ist, auf einmal ist alles in Ordnung. Ja, genau. Jedenfalls. Alle scheiße, aber wenn man da plötzlich alle außer Tochter Mutti. Alle außer Mutti. Genau. Oh Gott. Männer. Jedenfalls. Jedenfalls betrachtet er sich dann auch in einem wunderbaren Spiegel und stellt plötzlich fest, dass ein sehr entstelltes Gesicht, was zu ihm spricht, und er geht auf die Toilette und dann bricht plötzlich alles über ihn herein. Den aber. aber. Ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Was passiert hier? Alle ganz weg. Seine geheime Basis. Seid ihr fertig? Ja? Wollt ihr noch irgendwas? Manch, wir warten, gib uns macht eine Info. Macht so Spaß, dich zu unterbrechen, sorry. Ja, ja. Was passiert hier? Warum auch ein bisschen Inhalte transportieren, ne? Ja, also jedenfalls ist es, wir haben aus anderen Comics schon gelernt, es ist nicht gut, an der Zeitlinie rumzubasteln, und so trägt sich das Ganze auch hierzu. Alle Zeit-Travel-Geschichten. Dr. Who ist ja eigentlich... Nichtsdestotrotz, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht verraten, weil es gibt wieder diverse Spins und so weiter und so fort. Aber man kann wieder sagen, dass auch dieses Mal wieder eine Qualitätssteigerung stattgefunden hat. Also man hat jetzt gesehen, wie sich die Serie auch über die Jahre und über das immer professioneller werden von Plemplem in dem Bereich, beziehungsweise auch von Tommy halt, auch von den Zeichnungen her, sich einiges getan hat, koloriert hat es wieder Bouncy. Der hat ja zwischenzeitlich auch schon in einer Ausgabe von Savage Dragon mitgemacht. Und es begann eigentlich für Bouncy-Verhältnisse mit relativ wenig Effekten, aber es gibt natürlich Szenen, wo er diese Glanzeffekte und Ähnliches natürlich wunderbar ausleben kann, was man so in Zeichnungen unterbringen kann. Und also kann ich jeden nur ans Herz legen, zumindest diese Arc, ich weiß nicht, ob es dann noch weitergeht, wird dann im nächsten Heft beendet sein, und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, um in die Serie reinzugucken. Ich glaube, es gibt aktuell, wenn man bestellt, zumindest als wir aufnehmen, gibt es noch einen signierten Druck von beiden dazu. Das ist eine ganz schöne Sache, und ja, da lassen sich eigentlich immer was einfallen. Mhm.
Der Steffen wird das bis zum nächsten Mal auch gelesen haben und vielleicht was dazu sagen. Ja, es ist manchmal schwierig. Den zweiten Teil. Ist manchmal schwierig für ihn, 24 Seiten zu lesen, ja, aber. Dann lieber was Dickeres. Ja. Feli ist ganz begeistert vom Namen und er würde auch perfekt hier reinpassen. Bouncy. Feli, Bouncy. Flori, Greedy und Bouncy. Ja, Bouncy haben wir sogar schon mal im Podcast. Ja. Stimmt, Bouncy. Den haben wir schon interviewt. Ja. Genau. Wunderschön. Lang ist es hier. So. Ja. So. Man muss ja kommentieren, was ihr nicht sehen könnt. Vor zwei Jahren. Ja. Ja. Ich habe schon ein bisschen angefragt, ob vielleicht für Erlangen möglicherweise das letzte Heft da sein würde, was ja sehr gut passen würde. Aber das ist noch nicht so klar. Und ich möchte sie ja nicht unter Druck setzen. Ne? Überfallen die Cookies Erlangen? Ja. Okay. Also ich habe Erlangen bereits gebucht, insofern alles ist gut. Ich habe nicht gesehen. Frohen Leichnam. Ja, ich habe nur versehentlich beim letzten Mal geheiratet. So, aus Versehen. Ohne sich vor Ort machen können. Wie kann man denn alle heiraten? Geiles Cosplay. Geiles Cosplay. Ja, ich weiß. Okay. Die ziehen das ja volle Kanne durch. Ja. Da ist ein Pfarrer. Der Priester sieht echt aus. Krass. Was soll das sein? Corpse Bride? Nein. Dankeschön. So, der Steffen. Jetzt Achtung, Steffen hat was gelesen. Ich habe was gelesen, was Kleines. Nämlich der Comic heißt Petit. Ach komm, das war eine super Überleitung. Petit, Petit, Petit wäre es, wenn hinten ein E steht. Niemand darüber lacht. Was? Petit. Petit. Gesundheit. Ich kann nicht Französisch, den letzten Buchstaben immer weglassen. Ja, im Französisch immer. Nee, das mache ich immer im Französisch. Ich kann kein Wort, deswegen lasse ich einfach meinen letzten Buchstaben das weg. Kennst du einfach zumindest. Alle Buchstaben das weg. Kennst du doch aus deiner, das kennst du aus deiner Heimatregion auch, dass man die letzten Buchstaben... Ne? Da lässt man ja auch ein bisschen was weg. Da lässt man drin was weg. Ach so, das ist gut. Das ist dann eher wieder Hessen, wo man... Was ja. Wir nuscheln am Ende. Hessen machen alles, so viel länger. Und wir wollen bitte mal Hessen trennen in Nord- und Südhessen. Du bist zu hart. In Nordhessen redet man nicht wie Heinz Schenk. Das ist ein A, ein langgezogenes, gemütliches A. Während man überlegt, was man als nächstes sagen will. Stimmt. Aschebecher. Hessen sowieso nicht über einen Kamm scheren. Nee. Also wir reden über Petit. Petit. Riesen wie Götter, heißt der. In diesem Fall übertitelt. Wer hat es denn geschrieben und gezeichnet? Geschrieben. Stress den Arm doch nicht mal so. Ja, der stresst mich doch nicht so, Mensch. Hubert? Steht vorne drauf. Eine, ja, ich stehe da drauf, aber da steht halt nur. Ich wollte es nur mal hören. Darum geht es. Hubert. Also Hubert geschrieben. Ne? Klassischer hessischer Name. Ja, Hubert ist so. Hubert, ja, klassischer Name. Der hat es geschrieben, in Szene gesetzt und gezeichnet von Bertrand Cardignon. Bertrand Cardignon. Sind Sie auch ein bekannter Zeichner und möchten Sie Ihren Namen mal gesungen hören? Schicken Sie uns einen Comic Ihrer Wahl. Ja. Wir werden relativ unsanft in eine Welt der Riesen geworfen. Und zwar. Wow. Was? Wir haben das jetzt... Wow. Ach so. Es kommen hier Wows. Ja. Wow. Also eine zumindest in der Grundstory nicht näher benannte Welt, in der es Riesen gibt und im Grunde sie wie Götter über die Menschen herrschen und diese auch ziemlich brachial ausnutzen auf verschiedenste Art und Weise und zwar als natürlich Nutztiere, also als Sklaven. Und zum anderen als Futter. Also die werden auch gleich mal komplett verspeist. Ja. Und in diese Welt hinein wird geboren ein Junge, nämlich Petit. Und der heißt so, weil er deutlich kleiner ist als die normalen Riesen. Und als solcher soll er direkt ebenfalls direkt verspeist werden. Weil er kann im Grunde den Thron ja nicht erben, dafür ist er viel zu klein. Er kann ja nicht draufklettern.
Er ist wirklich, genau. Also er ist nicht nur ein bisschen kleiner, er ist erheblich kleiner. Ich habe den schon mal bei Steffen gesehen, ja. Er ist, ja, aber ich glaube, er ist die Beschreibung quasi Menschengröße, ja, oder? Ja. Er ist Menschengröße und eigentlich aber das Kind von Riesen. Also er wird von seiner Mutter natürlich gerettet. Also sie tut so, als würde sie ihn verspeisen und bringt ihn aber in Sicherheit. Das war die leichteste Geburt ihres Lebens. Natürlich rettet sie ihn, sie liebt ihn. Und sie sieht in ihm praktisch den neuen König und den neuen Gründer dieser Dynastie. Oder Neubegründer, weil auch sie irgendwie gemerkt hat, da läuft einiges im Argen. Der Twist ist, er ist halb Mensch und wir stellen uns jetzt nicht vor, wie das zustande gekommen ist. Nee, er ist jetzt auch Menschenteil. Nein. Also er entstammt schon der Riesendynastie und wird dann praktisch zu seiner, ich glaube, Großtante in die Obhut gegeben, die auch eine Riesin ist, aber nun so gar nichts mit diesem ganzen Firlefanz am Laufen hat. Also Menschen verspeisen, das tut man nicht. Und sie bäumt sich halt richtig auf gegen die Gepflogenheiten und Sitten dieser Dynastie. Ja, und er will natürlich immer mal so ein bisschen ausbrechen, so die Welt erkunden und wird aber da so zurückgehalten. Ja, und irgendwann gelingt es ihm auch und er läuft seinen drei Brüdern über den Weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die richtigen Brüder sind oder Halbbrüder, weil es wird natürlich auch immer mal gewechselt, ne? Das Eheweib. Also das ist, muss ja nicht immer dasselbe bleiben. Ist ja langweilig. Das kann ich und, nachvollziehen. Und so entspinnt sich das Ganze. Und natürlich fiebert man so ein bisschen mit, in welche Richtung entwickelt es sich. Gelingt es ihm, vielleicht den Thron zu besteigen oder geht es doch in eine andere Richtung. Weil die Leiter nicht ausreicht. Und das möchte ich jetzt natürlich an der Stelle nicht verraten, aber es ist ein wunderschöner Band, der so, mal gucken, was Uni dazu sagt, also von meinem Verständnis her ganz leichte Manga-Einflüsse hat, aber noch sehr europäisch angehaucht ist. Ich bin total fasziniert von der Nicht-Monobrow. Also von der was? Monobrow. Ach so. Es ist eine Brow, das Gegenteil davon. Dann kommt ein Zickelchen und dann kommt wieder eine Augenbraue. Und je älter er wird, desto mehr Zickelchen kriegt. Das zeigt sein Wachstum an. Am Anfang hat er nur einen Zickel und dann später hat er 1, 2, 3, 4. Zeig mal. Da, auch wie bei dir damals, als die Zickelchen gesprießt da sind. Da ist ein Zickelchen. Siehst du das? Und wenn du jetzt dahin blätterst, siehst du, wie er mehr Zickelchen kriegt. Ah. Das zeigt an, wie alt er ist. Also das finde ich auch geil. Mhm. Alter über Augenbrauen Zickel anzeigen. Naja, und das sieht ein bisschen dezent erwachsener aus, aber niemals. Ja, und dadurch, dass der Band sehr im Schwarz-Weiß oder in Grautönen gehalten ist, ist ein sehr brutaler Band. Das kann man dazu sagen, aber das. Also er sitzt an einer Stelle da und ihm wird eben sein Essen angeboten und dieses Essen ist in einem Korb und das sind einfach nur abgeschlagen und abgetrennte Körperteile. Das hat so eine Szene, ja. Bisschen was das von dem alten Manga-Stil, der bei Heidi und sowas dran war, nur in hübsch. Also nicht so billig, aber also die Augenformen und so erinnern halt daran. Mhm. Ich habe es halt trotz diesem Stil halt sehr, sehr genossen. Also die Zeichnungen haben trotz mir sehr... Trotz des Stils, das ist doch super. Ja, weil ich normalerweise mit so einem Stil hadere. Also gerade so, wenn ihr sagt Heidi und sowas, das ist normalerweise was, damit kannst du mich eher... Ja, das war eine totale Billigkeit. Und das hat aber richtig Spaß gemacht. Und das hat auch schön dazu gepasst. Und ich fand Heidi gut. Du magst auch Prinz Eisenherz. Ja. Nur um klarzustellen, in welche Richtung wir mit dieser Aussage gehen. Ganz kurz noch, was hier so auch ganz gut drin ist, sind so ein paar Bewegungsabläufe, die so ein bisschen vom Manga entlehnt sind, würde ich sagen. So einfach so, ich habe irgendwo, also, ich weiß nicht mehr, wo es war. Sieht sehr manga-mäßig aus. War so ein Bild, wo halt so eine Bewegung drin ist, die hat mich halt sehr an so eine Manga-Szene erinnert, aber das passt. Der Aufbau ist auf jeden Fall von den Seiten ist definitiv nicht Manga. Das sind zu viele Panels auf einer Seite. Aber es ist halt einfach, es hat die Action von einem Manga, was halt auch super ist. Genau. Weil mich das immer bei franco-belgischen Sachen oft stört, dass sie steif sind und eben keine schöne Action. Das stimmt, also sehr dynamisch. Ja. Hier sind die Action-Szenen einfach klasse. Die Gesichter auf von dem Bösen sehen aus wie bei Berserk. Bei was? Berserk. Ach so. Es gibt schöne perspektivische Verzerrungen, da verzichten die Franzosen auch ganz oft drauf.
Ja gut, also, das bietet Dynamik, sich ja jetzt bei so einem Thema dann auch an, ja, mit Riesen und sowas. Und das Tolle ist halt, dadurch, dass die Linien halt auch so schön klar sind, ist es halt auch sehr schön verständlich. Das heißt, die Sachen sind dadurch, dass es auch nicht farbig ist, sondern wenn halt ein Hintergrund da, um mal kurz zu beschreiben, die Hintergründe hier in dieser Szene sind zum Beispiel sehr dunkel, sehr schwarz und alle Konturen sind einfach weiß gemacht. Also, um ein bisschen Kontrast reinzubringen. Und die Sachen, wo die Charaktere sich eben aufhalten und hinbewegen, sind etwas heller. Aber alles andere ist, um eben das Auge zu entlasten und nicht zu überfordern, sehr dunkel und sehr schwarz. Und alles, wo was passiert, ist es eben heller. Was ich noch ganz gerne erwähnen will, ist halt, dass sehr oft damit gespielt wird, also mit dieser Perspektive, dass man weiß, man ist in einer Welt mit Riesen, aber es ist jetzt nicht übertrieben, dass man sich erschlagen fühlt, dass es dann permanent so ist, sondern je nach Stimmung wird man halt auch auf die Ebene von dem Jungen runtergezogen, ne? Oder runtergesetzt. Ja. Also ein sehr schöner Band, kann ich nur empfehlen. Ist erschienen bei Reprodukt, ganz genau. Ja. Und witzig ist auch, es ist zwar alles schwarz, also Graustufen gedruckt, aber zwischenzeitlich gibt es immer so coole Erklärungsseiten, die dann wieder Farben haben. Eigentlich nur eine Farbe. Das ist Gold. Ah ja, das wollte ich noch sagen. Also die Welt, genau, oder vielmehr die Protagonisten werden dann halt auch so, ja, nicht die Protagonisten, im Buch der Ahnen, genau, die Nebenfiguren eigentlich dann näher nochmal ein bisschen hinterleuchtet, wo man dann auch nochmal ein bisschen was von der Welt mitbekommt, erklärt bekommt. Ja. Genau. Ja, unbedingte Empfehlung. Hat mir viel Spaß gemacht. Sagst du mal kurz den Preis, Uni? Achso, 29 Euro, aber halt auch ordentlich dick, Moment. Ja. 174 Seiten, aber halt ordentlich. Ja, Großformat A4 ungefähr, ne, würde man sagen, oder ein bisschen größer. Ja, ungefähr A4, oder? Ja, ist ungefähr A4. Hardcover und mit Kapitelbändchen, das finde ich sowieso mal ganz toll, wenn sowas dabei ist. Ja. Und halt auch Sonderfarben, Gold und Kram auf dem. Ja. Wie bist du drauf gekommen, Ste? Empfehlung vom Comic lang, ja. War der Comic des Monats und wurde auch mit einer schönen Aktion praktisch beworben. Also Reprodukt hat dann pro, ich glaube, es waren 30 Bände. Wenn die der Comicladen abnimmt, dann kriegt er nochmal einen speziellen, also es gab sowieso schon Drucks dazu, und dann gab es nochmal einen speziellen Druck dazu, meine ich. Oder sogar eine Signieraktion war es nicht. Nee. Und dieser wird dann halt verlost. Genau. Unter den 30 Leuten, die dann halt die Bände zuerst gekauft haben. Ja. Aber auch so von der Thematik her schön. Also Lilliput mal anders. So kann man es eigentlich ganz gut umschreiben. Ja. Der nächste bitte. Ich kann was zu Jessica Jones sagen. Es ist jetzt, ich weiß nicht, seit 2 Wochen ungefähr ist es auf Netflix. Und vom Format her, das haben vielleicht schon einige mitbekommen, weil ich ja auch schon über Daredevil geredet habe. Netflix hat mit Marvel jetzt einen Vertrag über, ich glaube, sogar insgesamt 6 Serien. Und sie verfilmen eben kleinere Helden, also jetzt nicht die großen Leute, auch wenn sie immer wieder erwähnt werden. Also Jessica Jones erwähnt mehrfach den grünen Kerl. Und die Leute in diesem Universum sind sich auch über die Zerstörung von New York bewusst. Und viele der Aktionen, die passieren, sind eben aus Hass auf die Mutanten oder wie auch immer motiviert. Also Inhumans in dem Fall dann, ne? Genau. Ja. Und die spielt halt im Prinzip kurz nach der ganzen Aktion mit Zerstörung von, also New York wird platt gemacht in Avengers 1, 2, was weiß ich nicht mehr genau. Und im ersten Teil war das, ja. Genau, im ersten Teil. Und die Stadt ist immer noch so ein bisschen im Schock darüber. Und die Jessica versteckt auch ein wenig ihre Kräfte. Und das Witzige ist, wenn man nicht weiß, dass es eine Marvel-Serie ist, eigentlich kann man die komplette erste Folge gucken, ohne dass man wirklich mitbekommt, dass die Superfähigkeiten hat. Die sind nämlich auch sehr dezent. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was sie kann, dadurch, dass ich den Comic auch nicht lese, sondern nur mal in die Serie reingeguckt habe. Ich weiß halt, dass sie sehr hoch springen kann und
wohl wesentlich, wesentlich stärker ist als normale Menschen. Mhm. Aber sie hat auch wohl so detektivartige Fähigkeiten, dass sie Leute anschauen kann und dann so ein bisschen in ihrer Zeitlinie zurückschauen kann. Mhm. Wie sieht es aus? Was kann sie? Also, das wird wahrscheinlich wieder ein klassisches Problem sein, wie bei Anne, wie zum Beispiel bei iZombie, haben sie das Thema wahrscheinlich da auch wieder so angepasst, wie es für die Serie am besten passte. Ja. Es gibt eine großartige Serie von Alias. Das ja, war ja das, ja. Das ist ja das, was Jessica Jones war. Und da drin wird sie so ein bisschen geretconnt, dass sie Rächerin war. Eine Rächerin namens Jewel. Also okay. Juwel. Und sie konnte fliegen, war auch ziemlich gut beschäftigt oder befreundet mit Miss Marvel. Mhm. Und ja, gewisse Stärke und fliegen konnte sie halt. Aber sie hatte jetzt ja, nicht über Fliegen wird geredet. Also sie kann wohl irgendwie fliegen, aber das wird halt nicht gezeigt, weil sie wahrscheinlich das Budget nicht dafür haben. Und in der Comicserie ist es halt so gewesen, die wirklich richtig gut ist, leider nicht nach Deutschland gekommen ist. Vielleicht gibt es ja durch die Serie dann wieder, das war ja bei Gotham Central auch so. Und also richtig intensive Serie damals auch gewesen und es ist halt sehr schade, dass es in den Comics dann nicht ja, langfristig so weitergegangen ist. Mhm. Also sie hat immer so Detektivaufträge, die auch so ein bisschen durch Superheldengeschichten dann angehaucht sind, dass sie da irgendwen trifft und so weiter. Aber hast du schon mal reingeguckt in die Serie? Nee. Also dann ist es wirklich, wirklich sehr dicht da dran. Die Leute kommen zu ihr in ihr Büro und haben eigentlich keine Ahnung, dass sie New Human ist, aber alle ihre Fälle... Sie sind Inhuman. Ja? Sie sind Inhuman. Inhuman. Dann alle diese Fälle... Ja, das sind so Säcke. Disney. Ich habe keine Ahnung von... Inhuman ist sie ja eigentlich, also zumindest zu dem Zeitpunkt in der alten Serie war es nicht, dass... Wir haben ja neu schon mal drüber debattiert, dass Marvel das jetzt so macht. Die haben keine Lizenz für die Mutanten. Die können keine X-Men machen und deswegen sind alle Inhuman. Ich glaube, deswegen, wenn sie da Inhuman ist, dann macht das natürlich Sinn. Weil du brauchst dann eine X-Men-Lizenz. Sie reden nicht wirklich drüber. Also sie sagen sowas wie, bist du auch einer von denen? Deswegen, man merkt richtig, dass sie verhindern und nicht, sie sagen nicht einmal X-Men, sie sagen nicht einmal irgendwas, sie nennen durch nicht Unfall. Den Hulk und nichts, sondern es ist dann der Grüne und bla. Also man merkt richtig, oh, hier haben wir jetzt Wörter verwendet, die halt unproblematisch sind, aber man ist sozusagen immer so Stichwörter. Ja. Und sie trifft halt weitere Leute, die anders sind und man merkt, dass sie nicht in dieser Szene unterwegs ist und dass sie auch versucht, möglichst von denen fern zu bleiben. Mhm. Generell finde ich ihren Charakter sehr cool. Ich hatte etwas Angst, weil ich ja schon Daredevil fand ich ziemlich gut, aber eben auch sehr gewaltverherrlichend. Das ist jetzt zumindest in den Folgen, die ich gesehen habe, bei Jessica Jones nicht so krass. Es geht wirklich mehr um ich laufe jetzt Leuten hinterher und mache Detektivarbeit. Mhm. Sachen und halt eben, es gibt ja den Bösewicht, den, wie heißt er nochmal? Kirgler. Der alle Menschen beeinflussen kann. Kilgriff, oh Gott, jetzt. Ja, der wird auf jeden Fall, das ist schon ziemlich früh in der Serie klar, wird von David Tennant gespielt. Mhm. Und das ist super creepy, weil, wenn man halt eben da den Doktor rumlaufen sieht, der Leute dazu bringt, von Häusern zu springen und ihnen erzählt, was sie jetzt zu tun haben, kommt das einfach verdammt gut, weil er einfach er ist der Doktor mit der Vertrauensperson und wenn man den dann sieht und er macht halt irgendwelchen Shit, dann ist es nochmal ein bisschen creepiger, als wenn es ein random Schauspieler wäre. Mhm. Generell sehr großes Fest an schon bekannten Schauspielern, hatte ich zumindest das Gefühl, die ersten paar Folgen. Der Purple Man? Es kam bisher nur der eine Typ vor. Okay. Das ist momentan es wird wahrscheinlich der Hauptgegner der kompletten Serie sein. Mhm. Daredevil kriegt ja eine zweite Staffel. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe es noch nicht fertig geguckt, aber ich habe das Gefühl, dass Jessica Jones abgeschlossen ist. Ich weiß halt dadurch, dass ich noch nicht fertig geschaut habe, kann ich es jetzt nicht sagen, aber es fühlt sich an wie ein zusammenhängender Plot und wenn sie am Ende den Typen einfängt oder was auch immer dann damit passiert, dann wäre das ein sicher schöner abgeschlossener Arc. Gibt ja aktuell, glaube ich, auch neue Comics, die auch Jessica Jones diesmal heißen, nicht Alias. Zumindest ein Heft gab es neulich mal kostenlos bei Comixology. Und das hat sich eigentlich nahtlos da angereiht. Die Figur ging halt durch die Serie ganz gut.
Und dann haben sie aber durch verschiedene Entwicklungen, die da passiert sind, ist sie natürlich mit Power Man zusammengekommen. Also Luke Cage. Ja, ich glaube, ist das dieser Typ, der unverwundbar ist? Ja, genau. Luke Cage kommt, ja. Dann Luke Cage. Ist das Luke Cage? Das ging dann in die Serie New Avengers rein. Also zu der Zeit, wo es mehrere Rächer-Teams dann gab, wegen, sage ich mal, der politischen Ausrichtung. Ja, das ist ihr Love Interest, der Typ. Mhm. Und sie sind aber noch nicht zusammen. Also wie gesagt, im Comic haben die halt schon seit geraumer Zeit ein Kind. Es wird auch immer wieder thematisiert. Das kann auch durchaus sich dahin entwickeln. Und Squirrel Girl muss auf das Kind aufpassen und solche Sachen. Squirrel Girl. Ja. Wir haben ja einen großen Squirrel Girl-Fan. Ja. Aber wie gesagt, der Cast ist sehr cool. Auch die Jessica spielt ihre Rolle ziemlich gut. Man kommt relativ gut in sie rein und man hat auch. Hast du seinen Namen, wie er heißt? Ja, der stand dabei. Kilgrave. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja, die ganzen Leute sagen immer, das hört sich an wie ein ausgedachter Name. Und weil sie sagt halt, der Typ, der kann euch alle beeinflussen und euch manipulieren und er kann euch dazu bringen, Dinge zu tun, die ihr nicht tun wollt. Ja, das ist Kilgrave. Und alle so, den Namen hast du dir doch ausgedacht, oder? Ja, es wollen die auch nicht so viel. Sie hat keine Freunde, weil sie sich durch diesen Kilgrave-Aktion von allen Menschen ab. Sie ist halt super stark. Und der Kilgrave hatte sie eine ganze Weile unter Kontrolle. Das heißt, er hat sie selbst manipuliert und sie dazu gebracht, Leute zu töten. Da gab es auch was. Ja. Und sie hat halt panische Angst vor ihm. Sie ist schon eine Weile aus seinem Griff raus, weil sie dachte, sie hätte ihn umgebracht. Hat sie aber nicht. Besser gesagt, sie hat halt nicht ordentlich aufgepasst und er hat es überlebt. Er wurde von ganz normalen Sanitätern gerettet. Das heißt, er ist nicht mal besonders toll, sondern... Ich habe es gerade mal nachgelesen. Purple Man war richtig. Zebediah Kilgrave. Ah, okay. Ja. Und es ist wirklich schön gemacht, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es David Tennant ist. Und mein Mann meinte so, der steht doch in den Credits gleich am Anfang. Und ich habe es halt überhaupt nicht gelesen. Das heißt, für mich war das halt total... Ich habe erst gedacht, die Stimme kennst du. Die Stimme kennst du. Oh mein Gott, die Stimme kennst du. Wer ist das denn? Weil du hörst ihn am Anfang halt die ganze Zeit nur reden, damit man halt... Weil er halt diese... Jetzt gehst du da hin und tötest die Frau und sowas, damit du halt so die... Wie heißt denn der Vogel bei DC? Da gibt's doch auch einen, der durch Worte beeinflussen kann. Weiß ich nicht mehr. Also, komplett das gleiche Konzept. Ja, hast du oft, aber ich weiß es jetzt nicht. Gab's doch bei Heroes, glaube ich, auch einen. Ja. Bei Heroes gab's sogar zwei diese Fähigkeiten und der eine hat sie benutzt, um Party zu machen. Es gab zwei. Der eine hat sie nur benutzt, um Party zu machen. Der war dann so, trifft einen auf der Straße und sagt, ah ja, hier der Kaffee. Und der andere sagt, ja klar, hier hast du meinen Kaffee. Das ist Supernatural, das ist nicht Heroes. Das ist Heroes. Aber bei Supernatural kommt genau dieselbe Folge vor. Ja, dann hat Supernatural es geklaut, ja, weil Heroes ist älter. Der geht hin und sagt, hey, Dean, ich finde dein und Auto so cool. Der muss später gegen den anderen kämpfen, weil der andere nämlich Böses damit macht. Also der eine macht nur so Party-Life und hält halt ein Low-Profile und der andere fängt an, das zu nutzen, um halt an Macht zu kommen. Wasser. Genau. Urinprobe. Das ist Wasser. Eigenurin. Sie hören den Klang von Wasser, das ist ein Glas geschüttelt. Das wäre schon eine Weile her. So, einfach nur, um euch mal ein bisschen... Wasser, Fische haben Sex. Sehr, sehr grim, sehr düster, die Dialoge sind ganz cool, die Charaktere sind ganz cool. Ich hatte dadurch, dass ich die ganzen Leute da nicht kenne, war ich sehr unvoreingenommen und kann mir das einfach anschauen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es schön recherchiert ist, weil das ja bei Daredevil auch der Fall war. Ja. So. Ja, also gibt es da Crossover eigentlich? Sie sagen immer nur. Weil die sollten ja irgendwann mal, glaube ich, ein Team aufgeben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass, wie gesagt, Marvel hat ja jetzt den Vertrag mit Netflix und die werden noch mehr Serien machen. Daredevil ist halt jetzt durch und wird jetzt die zweite Staffel produziert, weil es so erfolgreich war. Jessica Jones ist jetzt noch nicht lang genug online. Ich meine, es ist erst seit einer Woche online, deswegen bin ich auch noch nicht fertig, es durchzugucken, weil es ging zeitlich nicht. Ich muss. Deswegen kann der Steffen nichts mehr lesen, ne? Ja. So. Comics. Willst du mal eins? Ja. Du guckst dir erwartungsvoll. Ja. Machen wir mal einmal die Reihe um. Ich kann den alltäglichen Kampf mal vorstellen. Mhm. Ja? Mhm. Der Le Combat Ordinaire im Original von Manu Larcenet.
erschienen bei Reprodukt. Hörte, glaube ich, schon mal. Kommt vor, ja. Vergleich Comic-Cookies-Episode. Ist schon ein bisschen älter, ja. Ja. Könnte sogar sein. Ja, ich weiß nicht, wann wir es hatten. Also, kannst du ja mal starten. Das drei Jahre her. Ne? Ja. 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 Gab es echt schon? Ja, der ist sehr gut. Also den kann man ruhig mehrfach empfehlen. Ja, okay, ich empfehle ihn jetzt mehrfach. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr gut. Ja, Le Combat Ordinaire, der alltägliche Kampf. Im Grunde ja, geht es um ein ja, ziemlich es ist ein Leben, das man als kleiner Bürger durchaus nachvollziehen kann in vielen Ecken und Kanten. Es ist sehr biografisch, wenn es auch fiktiv ist, denke ich. Ja, es geht eigentlich um einen relativ normalen kleinen Bürger, einen Fotografen, der ja, sich so langsam von seiner Herkunftsfamilie oder seiner Herkunftsumgebung verabschiedet oder und sich, wie man das so schön sagt, selber was aufbaut und eine eigene kleine Teil einer eigenen kleinen Familie wird. Ja, das Buch ist eigentlich, hat aber auch eine gewisse Strenge, also es ist nicht einfach nur Erzählen von irgendjemandem, womit jeder was anfangen kann, sondern es stellt doch relativ streng an immer neuen Situationen, die erstmal relativ zufällig aussehen, die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Ja, so würde ich das mal zusammenfassen. Und kommt dabei vielleicht zu so Ergebnissen, die man erst so auf den ersten Blick erstmal nicht erwarten würde. Ja, die Herkunft von diesem Fotografen ist eigentlich eine Werftarbeiterschaft und die Familien da drumherum. Mhm. Also der Vater ist wohl aus Algerien zugewandert. Und ja, während der Erzähldauer des Buches, das kam wohl in mehreren Sammelbänden raus, wird diese Werft praktisch abgewickelt, wie man es heute so schön sagt. Mhm. Ne? Also die Gegend wird deindustrialisiert und der Vater verliert nicht nur langsam sein Gedächtnis, er ist mittlerweile sehr, sehr alt, sondern ja, eigentlich verlieren auch alle sonst so ihre bisherige Lebensmittel mit dieser Werft. Ja, da gibt es eine sehr schöne Szene, die es eigentlich mal ganz gut auf den Punkt bringt oder auch die wunderschönen Dialoge. Also es ist einer der wunderschönen Dialoge in diesem Buch. Vielleicht könnten wir den nachher nochmal mit mehreren Sprechern vortragen. Ich finde das eigentlich... ja. Dafür. Ja, weil ich denke, definitiv, also die absolute Stärke davon ist wirklich die Geschichte. Mhm. Und die Bilder erzählen eigentlich auch sehr... auch manchmal ästhetisch, aber eigentlich erzählen sie mehr. Mhm. Also sie erzählen noch mehr, als das jetzt mit Worten schon passiert. Mhm. Okay. Und kürzen das Ganze eigentlich sogar ein bisschen ab. Also es ist eine sehr, sehr, sehr dichte Erzählung. Dadurch, dass die Bilder und die Schrift eine unglaubliche Fülle an Informationen einfach bringen. Also die Figuren sind sehr reduziert. Mhm. Es ist sehr bunt, aber es sind auch bunte Flächen. Es ist sehr reduziert in der Charakteristik, aber schon so, dass die Gefühle rüberkommen. Ja. Also da gibt es hier eigentlich so eine Art eigene Schreibweise, zum Beispiel bei Weinen, dass dann die Ränder der Augen nach unten auslaufen. Mhm. Oder wenn jemand verunsichert ist, gibt es dann ähnliche Gesichtszeichen. Also es ist insofern ist es von der Idee her ähnlich wie ein Manga, auch wenn es mit der Manga-Ästhetik der üblichen überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Ja. Könnten wir dann mal für eine Szene machen? Mhm. Ja, können wir. Okay. Die müsste ich gerade mal raussuchen. Ja. Mhm. Vergleicht das mit Comic Cookies Episode 8 aus dem Februar 2013. Ah, da danke. War ich noch nicht dabei. Ja. Deswegen kommt mir doch der Comic nicht bekannt vor. Ja. So, dann kommen wir zu einem weiteren Vergleich TV-Serie Comic. Konstantin oder Konstantin. Ja. Mhm. Über, wie heißt der voll? Konstantin? Ich hab's schon wieder vergessen. Hellblazer. Ja.
Nein, John Constantine heißt er. Ja, der Name. Ja, also Hellblazer wird in der Serie überhaupt nicht einsetzen. Er heißt nur Constantine. Hm. John Constantine. John, genau, John Constantine. Ah, ah, stimmt. John, ja, das ist so ein offensichtlicher Name. Das ist mir wieder entfallen. Der halt mit diversen Ritualen und Techniken das Böse bekämpft. Ja. Das dämonische Böse. Es gab ja bereits den Film und jetzt gibt es eben die Serie dazu. Mhm. Der Cast war, er sieht sich halt in den Comics jetzt wesentlich ähnlicher, nicht wie eben, wie ist er denn? Keanu Reeves sieht halt nicht aus wie Konstantin. Den Film mochte ich auch nicht, muss ich sagen. Aber John Constantine in der Serie sieht jetzt verdammt aus wie John Constantine. Ich fand das auch eine sehr, sehr schön, obwohl ich kenne die Comics nicht, aber ich fand es sehr passend zum Charakter, wie der Charakter dargestellt ist. Er ist halt sehr zynisch, sehr frustriert, sehr abgefuckt, ziemlich fertig mit der Welt. Aber der Cast hat mir gut gefallen. Finden wir gleich was zum Identifizieren mit. Was? Ja. Freddy ist mal wieder unfreundlich. Also ich habe die Serie vor einer Weile angefangen zu schauen und habe sie dann auch an Feli weiterempfohlen. Und die erste Story startet in der Irrenanstalt. Ja, die erste Folge ist ein vielleicht nicht so super Einstieg. Ja. Da ist er halt in der Irrenanstalt, nachdem eine Geschichte sehr, sehr schief gegangen ist und ihn das zu sehr mitgenommen hat, hat er sich halt selber eingewiesen und sagt so, die Welt kann mich mal, ich bleib jetzt hier und redet immer mit diesem Therapeuten, der ihn natürlich nicht ernst nimmt und sagt, ja, diese Halluzinationen und Einbildungen, dass sie Dämonen bekämpfen und so und das führt natürlich zu nichts und dann findet ihn das Böse halt in dieser Anstalt und schickt ihm eine Nachricht und gut, er ist dann so, naja, das bringt hier eh nicht so viel. Dann mache ich halt weiter wie vorher, so eine Scheiße. Es wird sehr viel geflucht, es ist sehr düster und abgefuckt, keine Happy-Peppy-Story, was ich super fand. Sehr schöne Charaktere, sehr schöne Dynamik zwischen den Charakteren, die auch sehr passend ist zu dem ganzen Setting halt, weil Dämonen bekämpfen ist halt nicht so das lustige Tagewerk. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Opfer. Und ja, leider halt nach der ersten Staffel abgesetzt, weil es Bad Luck hatte, meiner Meinung nach, weil die Serie sehr gut gemacht ist, aber es ist halt zum Zeitpunkt von Supernatural und anderem Schrott rausgekommen. Die Kritiken hauptsächlich waren, es ist zu sehr wie Supernatural, es aber ist halt nicht besser mit, als Supernatural. Es ist verdammt viel besser als Supernatural, aber in Supernatural hast du halt Hot Boys und die dann halt rumfahren. John Constantine ist super hot. Ja, halt in einem anderen Alter. Die ja, ist nicht so ein scheiß Sunnyboy. Naja, egal, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Aber an sich ist die Serie halt auf. Und sie ist halt viel mehr wie die Comics. Also das ist halt das Problem. Sie haben sich halt bei John Constantine sehr stark an die Comics gehalten. Und dadurch ist es halt sehr wie Supernatural, weil Supernatural ja rumklaut, wie sie nur können. Ja, und, jedenfalls haben sie halt Pech einfach gehabt. Nur Pech das gehabt, dass sie zur falschen Reihenfolge rauskommen. Der Charakter von John Constantine und einige der... Es ist ja nicht aufgelöst, der Arc ist ja nicht richtig zu Ende dadurch und deswegen haben sie überlegt, ab Staffel 4 oder so bei Arrow damit einzusteigen und den dort auftauchen zu lassen. Ja. Und ich dachte mir nur so, what the fuck, und ich werde Arrow nicht gucken, nur um... Nein, ihr könnt mich, nein. Ich muss sagen, Arrow habe ich aufgegeben, weil obwohl John Barrowman drin vorkommt und obwohl er der Hauptgegner ist und obwohl ich ihn mal wieder sehen möchte. Aber er kann nicht alles retten. Ich kann ja nicht nur zu ihm spulen, ihn kurz ablaufen lassen und weiterspulen ich würde weiterlaufen auch gerne lassen. Ich habe kurz überlegt, dabei habe ich gedacht, nee, für Constantine werde ich nicht Arrow jetzt gucken. Ja. Um mal die Comics zu thematisieren, ist eine sehr alte Serie, eine der ersten Vertigo-Sachen überhaupt, die es gab. Mhm. Hatten auch schon multiple Ausgaben hier besprochen. DC hat für mich leider den Fehler gemacht und hat Hellblazer, so hieß die Serie damals, zurückgeholt ins DC-Universum. Ja. Für mich passte da einfach nicht hin. Also schon, dass eine Interaktion mit Green Arrow ist fürchterlich, weil Vertigo stand irgendwie für sich selbst. Zwar sehr düster, sehr fies und DC kriegt das nicht
so auf diesen Level hin, wie das bei Vertigo der Fall war. Ich finde, das passt auch nicht rein, weil für mich ist halt das DC-Universum sehr viel mit Superhelden und Constantine war eine sehr viel bodenständigere Geschichte für mich. Es war wirklich ein Typ, der sich diesen Kram angelesen hat, der als kleiner Mensch gegen den Scheiß ankämpft, mit anderen Freunden und Rituale macht und dabei ziemlich oft ziemlich böse failt, weil er nur ein Mensch ist, der halt keine Superkräfte hat, während das DC-Universum immer für mich sehr viel mehr krasse Superfights mit Superleuten gegen Superbösewichte waren. Sonnen werden durch die Gegend geschmissen. Ja, genau. Ganze Städte werden verwüstet und so ein Kram. Und Constantine war halt viel bodenständiger. Ich weiß nicht, wie das da reinpassen soll. Ich war auch sehr, sehr traurig. Vor allen Dingen, ich habe ja die Serie angefangen zu gucken, als sie noch keine so schlechten Reviews hatte. Und ich war dann sehr verwirrt darüber, dass sie halt so schlecht abschneidet, weil ich sie geguckt habe, bevor ich überhaupt eine Folge Supernatural gesehen habe. Sie hat auch ein großes Fandom. Ich habe irgendwas darüber getwittert und direkt instant Freunde gefunden, die meinten, wir müssen ihnen schreiben, die Serie muss weitergehen, hört uns zu, wir sind die Massen. Aber ja, nein. Ja, dass das überhaupt umbenannt wurde mit Constantine, das war ja damals, weil den Film wollten sie nicht Hellblazer nennen, weil sie dachten, es gibt Probleme mit Hellraiser. Und deswegen hieß der Kinofilm nicht Hellblazer, sondern Constantine. Ja. Und als die Figur damals erfunden wurde, da hatten die ursprünglich Sting als Figur für Constantine. Das kann ich eindeutig sehen. Wie er so bei Police auf der Bühne stand und wirklich großartige Serie, gerade die alten Sachen, wo Ennis noch richtig krasses Zeug da auch für geschrieben hat. Es gibt, er raucht ja auch ständig, was natürlich immer die Folge von Rauchen oder oft die Folge von Rauchen ist, dass man Krebs kriegt. Und das gibt es eine legendäre Episode, wo er mit dem Teufel darum feilscht, um sein Leben halt auch. Ne? Also das ist richtig gutes Zeug. Der junge Sting. Fate. Der herrliche Fate. Wie auf dem Wüstenplaneten Drogen badet. Ja. Ah. Was ist denn jetzt los? In den Comics kann man nur am Wüsten getriggert. Du hast nicht Dune gesehen, oder? Ich habe es nicht gesehen. Dune, der Wüstenplanet. Kind, habe ich gesehen, aber verdrängt. Wieso verdrängt? Was ist super Spice? Den gibt's auch auf Netflix. Okay. Hat mich nicht. Ja, es ist schon speziell. Also das ist. Ja. Bei den neuen Constantine-Comics war ich dann irgendwann halt raus. Da gab es ja dann auch die, wie hieß es, Dark Justice League, wo er ja auch mitgemacht hat. Und auch da hat man damals schon gesagt, Gott. Das klingt dumm. Das klingt scheiße. Es ist halt schwierig, weil er ist eigentlich kein Teamplayer. Was ich total mochte, war die Frau, die er mit reinnimmt in der Serie. Die, die sich ihm anschließt mit ihren Visionsfähigkeiten, die ein sehr cooler Charakter war. Aber halt keinerlei Love-Krempel, weil das immer sehr unangenehm ist. Alle, die mit ihm zu tun haben, sterben. Er ist halt auch sehr eigennützig und aber es passt halt sehr gut. Ne? Ja. Ja, schade, dass mal was Sinnvolles nicht weiterging. Ne? Ja. Dann machen wir doch jetzt noch weiter Comics und dann machen wir das Lesen, wenn nach der großen Pause, die ihr alle nicht mitbekommen werdet. Dann haue ich noch einen raus. Vielleicht spielen wir da mal Musiktitel ein oder so. Ja, genau. Genau. Mein letzter Comic für heute, dann habt ihr es geschafft. Das ist Der Krieg der Knipse. Mit der Hat das was mit dem Krieg der Knöpfe zu tun? Ja, das war auch mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. 1914 steht also. Hast du auch ein paar Mal geschrieben in deiner Rezension, ich habe es dann wieder ausgebessert. Echt? Also du hast dich ja einmal drauf bezogen, da ist es in Ordnung, aber du hast dann am Ende nochmal geschrieben, ich freue mich auf den nächsten Band, Der Krieg der Knöpfe. Hab ich das? Okay. Ja, aber das ist halt, das ist einfach ikonisch, das assoziiert mir sofort damit, hat aber nichts damit zu tun, weil in Der Krieg der Knöpfe geht es ja im Prinzip darum, dass ich zwei Jugendbanden gegenseitig bekämpfen. Hier ist es aktuell nicht der Fall. Hier geht es um die Lulus. Also original heißt es auch der Krieg der Lulus. Warum heißen die Lulus? Das sind vier Jungs namens Lucien, Lukas, Luigi und Ludwig. Da muss man mal Glück haben, solche Freunde zu finden. Genau, die haben sich genau danach ausgesucht. Sind auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Ein ganz kleiner, ein ganz dicker, also aber nicht die typischen Rollenverteilungen. Also so wie Ed, Ed und Eddie. So ein bisschen. Ich weiß auch, man weiß relativ,
Man weiß relativ du wenig. Das ist bestimmt irgendwas Cartoon du Network, du, oder? Ja, genau, ja. Das ist Cartoon Network. Ja. Ich wollte gerade sagen, dum, du dum, kennst es. Dum, dum, da, dum, dum, da, ja, weiter. Jedenfalls, die Lulus, man weiß relativ wenig zu ihrer Geschichte. Also der eine, der wirkt auf mich schon mal mit den lockigen Haaren und ein bisschen klein und untersetzt gleich wie ein Italiener. Dann der Ludwig ist der Blonde. Also ich weiß nicht, aus welchen europäischen Staaten die da alle kommen. Also man könnte sich da schon vorstellen, dass das irgendwas zusammengemischtes ist. Jedenfalls sind die in ein Heim für Findelkinder. Ja. Hat mich schon ein bisschen überrascht. Findelkind, normalerweise liest du Waisen. Hier lese ich Findelkinder. Also da wird sich wahrscheinlich noch irgendwas hinter verbergen. Mhm. Und das ist so ein typisches Religionsheim, wo die aufgezogen werden. Mhm. Und sind halt trotz ihrer Andersartigkeit Freunde geworden. Gibt immer mal wieder Probleme mit den Priestern und mit den trotz unterwegs in dem Heim, obwohl die eigentlich sehr freundlich sind, aber sie ziehen ihr Ding ganz gern allein im Wald durch und spielen. Moment. Sie ziehen gerne einen im Wald durch. Die Priester. Manche ziehen Ding im Wald durch. Die Priester ziehen gerne einen im Wald durch, ja. Kontenance. Kontenance, bitte. Kontenance. Ziemlich langweilig, da braucht man Abwechslung. Der Priester zieht sein Ding gerne im Wald durch. Nachdem sie einen durchgezogen haben im Wald, ziehen sie gerne ihr Ding durch. Ein Eremit ist das, wenn ein Priester seine Sache am liebsten allein im Wald durchzieht. Liebe Zuhörer, das passiert, wenn ihr zu viele Pornoseiten ansurft und jedes Wort mit einem Porno assoziiert. Gerade beim Steffen. Deswegen redet Greedstorm immer über Sex und Gewalt in seinen Büchern. Ja. Spult nach vorne zu seinem ersten. Oder hört Episode. Jedenfalls. Random, wo er ein Raumschiff als Penis erkennt. Oh ja, Penis. Das war doch eindeutig. Das war definitiv eindeutig, ja. Wenn man zu viele Pornoseiten besucht. Wie kommt ihr jetzt eigentlich auf Pornos? Keine Ahnung. Ich habe von Eremiten gesprochen. Jedenfalls. Er hat den Priester erwähnt, der irgendwas im Wald durchzieht. Keine Ahnung. Ich dachte, das wären Kinder, die was im Wald durchziehen. Nein, die Priester ziehen einen durch und dann ziehen sie auch was durch. Im Wald. Um was geht's denn zum Wald? Darf ich weitergehen? Wollt ihr euren schmutzigen Fantasien noch ein wenig Raum gewähren? Nein, die heilige Jungfrau. Wir haben Bildungsauftrag, verdammt. Also. Seit wann? Was dann natürlich passiert, ist, dass der Erste Weltkrieg ausbricht. Oh, Mist. Und was natürlich für die Franzosen ein bisschen traumatisch ist, weil sie ja nicht besonders weit über die Grenze ihres Landes hinausgekommen sind. Im Gegenteil. Ja, die Franzosen. Warum haben die so viele Alleen? Herzlich willkommen zur letzten Episode mit Film. Ich glaube, das können wir. Jedenfalls, der Erste Weltkrieg. Franzosen, die haben leckeres Essen und zum Beispiel einen schönen Eiffelturm. Ja, die, und Schnecken. Die ersten Seiten, wo dann der Krieg ausbricht, sind auch noch mit französischen Soldaten gezeichnet, was sich natürlich relativ schnell ändert, weil die dann relativ schnell auch auf dem Rückzug gewesen sind. Und sie kriegen das allerdings nicht mit, als die Evakuierung ist. Sie haben sich da versteckt und plötzlich fängt die deutsche Armee an, das Dorf und auch das Heim zu bombardieren. Und das ist natürlich sehr traumatisch. Warum lachst du dabei? Ich denke eine gewisse Szene dabei. Aber das muss man gelesen haben, das will ich nicht spoilern. Okay. Und jedenfalls sind sie plötzlich vollkommen allein in diesem Heim und auch in diesem Ort, weil das wahrscheinlich so im Auge des Sturms so ein bisschen ist. Also die Deutschen sind noch nicht da. Ich muss jetzt hier an dieser Stelle doch mal eine Lanze für die Franzosen brechen. Ja. Also die waren von Anfang an weniger als wir, das muss man mal dazu sagen. Ja. Und haben beim Knall die Germanen waren auch weniger als die Römer und haben den ordentlich eingeheizt. Und sie sind bei diesen Aktionen natürlich auch nicht gerade mehr geworden. Und sollte man nicht noch ständig nachtreten. Das ist nicht gut. Das ist ganz okay für ein Volk, wenn es gerne Rotwein trinkt und beim Klang einer Haubitze die Flucht ergreift. Also das muss ich schon sagen. Jetzt dran getrunken? Ja. Das ist wunderbar. Jedenfalls finden Sie das am Anfang sehr toll, dass Sie da quasi in dem Heim machen können, was Sie wollen, aber die Vorräte sind halt ziemlich schnell erschöpft. Und das ist dann auch der Moment, wo die deutschen Truppen dann einkommen in diesen Heim. Und da wird es ein wenig unschön für die Lulus in diesem Zusammenhang. Das Ganze ist so ein bisschen cartoonig gezeichnet.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was dem Steffen gefallen würde, ne? Das ist so ein bisschen, ja, bisschen spaßig, ne? Könnte Goofy auch noch in der letzten Reihe stehen und grinsen. Ja. Und passt noch nicht ganz in den. Es ist ein bisschen unbeschwert dafür, dass Krieg ist. Also es ist kein Funny oder sowas. Es sind aber auch durchaus ernste Szenen, wenn die die sind natürlich auch alle auf einem Zimmer und der eine kriegt einen Heulkrampf, weil sich an irgendwas erinnert gefühlt hat. Aber es ist da noch nicht so, dass wir erfahren, warum. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich dem Band so ein bisschen vorwerfen kann, dass es ein bisschen wenig Hintergrundgeschichte gibt, aber ich denke, das wird sich dann spätestens in Band 2 erledigen. Die müssen ja noch ein bisschen Plot aufheben dafür. Was ich für einen franco-belgischen Comic ganz gut finde, ist, dass er nicht so mit diesen typischen Kriegsstereotypen um sich wirft. Also ne, so, dass auch deutsche Soldaten kommen dran vor, aber die sind ähnlich dargestellt wie die Franzosen halt auch und nicht dieses typische Einmarschieren, Ausradieren, wie man es von anderen Comics in dieser Art und Weise kennt. Also sehr gespannt, wie das noch weitergeht mit den Weisen und auch wieder was Findelkinder. Mit den Findelkindern. Und für 13,99 ist eigentlich auch für so ein Album ein guter Preis. Ist halt auch eins von den neuen franco-belgischen Sachen von Panini. Sollte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, ob einem das Stil zusagt. Und ja, wie gesagt, mit Krieg der Knöpfe hat es halt nicht so viel zu tun. Politische Diskussion. Noch was zur Ehrenrettung der Franzosen. 2, 1, go! Nein! Schon gut. Alles gut. Jemand durchgucken? Oh ja. Soll ich den cartoonigen Stil nochmal kurz beschreiben? Ja. Das ist so mein Standardwort dafür, was wir da vorfinden. Aber wäre das was für dich, Steffen? Ja, ja. Habe ich mir sofort gedacht, als ich das Cover gesehen habe, dass es so Steffens Ding hätte, zum Beispiel jetzt optisch auch bei Danny Books. Das ist mein Ding aus dem Spiel, ey. So was? Luigi sieht aus, als ob er irgendwie 5. Ja. Entschuldigung, genau. Das zieht er allein im Wald durch. Geht nicht im Wald und zieht das genau durch. Nein, er hat eine Freundin, der muss nicht im Wald das durchziehen. Der muss im Wald nichts alleine durchziehen, der hat doch eine Freundin. So. Okay. Also den Stil finde ich leider etwas unruhig. Unruhig? Ja, die Linien und die Charaktere sind nicht immer konsistent. Okay. Also man erkennt sie immer sehr gut, weil sie halt unfassbar krasse Erkennungsmerkmale haben und unterschiedlichst designt sind. Aber ansonsten ist es mir etwas zu wobbly. Mhm. Also timey, wimey, wibbly, wobbly. Genau. Okay. Ja. Möchte das jemand ausleihen? Das frage ich mal offiziell, bevor es wieder einfach in meine Tasche lasse. Ach du, das ist deine Tasche. Das ist meine Tasche. Flori will auch nochmal anschauen. Ach so, Flori will mal reinschauen. Flori will ausleihen. Nee, ich guck mal rein. So, nachdem der Breedstorm geflüchtet ist. Uns auf tragische Weise. Hat er nicht mal Tschüss gesagt. Ja. Stimmt. Er mag weder Moment. Euch noch uns. Tschüss. Ich bin Breedstorm, ich mag Brüste und Penisse und ich gehe jetzt. Tschüss. Danke an alle meine Fans. Ich rede nächstes Mal wieder über phallische Raumschiffe. War jetzt mit Krieg der Knirpse, ist dir prompt ein anderes Comic eingefallen, ja, liebe Feli? Der Feli ist ein anderes Comic eingefallen. Und zwar die Bruderschaft der Krabbe. Mhm. Wo ich mit gemischten Gefühlen rangehen muss, wenn ich darüber rede. Ich auch. Ja, es ist. Der Anfang hat mich sehr begeistert, deswegen, also mich und er, deswegen hat er das dann den Comic dann gekauft. Es geht um ein paar Kinder, die in einem Krankenhaus sind. Und sie reden halt darüber, dass sie behandelt wurden und so weiter und so fort. Mhm. Und dass sie eine Bruderschaft gründen wollen. Die Bruderschaft der Krabbe. Denn alle diese Kinder haben dieselbe Krankheit. Sie hatten eine Krabbe in sich, die rausoperiert wurde. Und zwar in verschiedenen Teilen. Also eine hat eine Krabbe im Gehirn, eine hat eine Krabbe im Bauch oder irgendwo anders. Wir merken schon, worauf die Krabben anspielen. Mhm. Aber es wird halt nicht nur von Krabbe geredet, sondern es gibt dann auch so Ultraschallbilder oder Szenen von der OP. Und es sind halt immer wirklich Krabben dann. Richtige Krabben, die Tiere. Mhm. Und am Anfang hat man halt das Gefühl, ja, es ist halt eine normale Klinik.
wo diese Kinder sind. Und ach ja, sie kriegen hübsche Ballons abends mit Krabben drauf. Ich glaube, das zeigt an, wer jetzt als nächstes verhandelt wird, nicht wahr? Und man muss auf den Ballon jeder kriegt eine Krabbe. Jeder kriegt so einen Krabbenballon. Aber man muss kriegen sie von der Krankenschwester. Sie müssen auf sie aufpassen, genau. Das heißt, sie sollen sie nicht verlieren. Die Krabbenballons sind wichtig. Mhm. Und der eine wird dann operiert. Das ist, glaube ich, der, der im Gehirn die Krabbe hat. Ja. Und sie beschließen dann in der Nacht rauszugehen. Ich weiß gar nicht mehr genau wieso, aber sie wollen dann halt das Krankenhaus erforschen. Das Seltsame ist halt, dass in der Szene schon das Arztzimmer von ihnen sich verändert hat. Vorher war das ein normales Krankenhauszimmer und dann ist es... Es wird so alt. Ja, es wird alles sehr altmodisch. Es ist auf einmal wie in einer Burg. Es sind so Holzbetten mit einem Dach oben drüber und so diese Vorhänge, die man damals hatte um das Bett rum dann. Aber es ist auch alles ein bisschen staubig und abgeranzt. Und es wird umso schlimmer, als sie dann aus dem Zimmer rausgehen. Da hängen halt Spinnenweben und das ist wie in einem Schloss in der Burg, so ein Korridor, wo auch Ritterrüstungen stehen, von denen aber welche umgekippt sind. Das sieht alles nicht so lange. Es sieht alles verlassen aus und vermodert. Und vorher war das halt wirklich ein klinisches Krankenhaus. Ja, genau, vorher sah es nach Krankenhaus aus. Da war auch eine Krankenschwester in dieser Nonnenuniform. Mhm. Und die Ärzte, das Behandlungszimmer, das Operationszimmer sah alles modern aus. Und es wird dann immer seltsamer. Ich weiß halt nicht genau, worauf sie hinarbeiten damit. Wer jetzt Interesse hat und es lesen will, sollte vielleicht weiter vorspulen, weil das, glaube ich, ein massiver Spoiler ist, weil jetzt der Plot sich dann auf einmal komplett wendet in eine Richtung, die ich nicht ganz verstanden habe, weswegen ich sage, ich gehe mit gemischten Gefühlen daran. Also ab jetzt überspringen. Achtung, genau. An dieser Stelle platzieren wir noch den Spoiler-Alarm. So. Wee-oo! Wir haben da einen Jingle für. Das ist unser Jingle. Achso, na gut. Okay. Okay. Dann gehen sie in diese Halle und diese Halle, die vorher als eine Eingangshalle von einem Krankenhaus eine große dargestellt wird, wo halt die üblichen Plakate sind und so sind und auch Kinder alles, sind, die ja, nicht Kinder, in den Ward gehören. Also es werden auch Leute genau, behandelt, Kinder die keine und Erwachsene Krabben halt alle, die dort auf Behandlung warten. Ist jetzt auf einmal so eine staubige Eingangshalle, in der Schädel rumliegen und Skelettreste. Mhm. Und Und dann kommen. Und sie hatten und alle diese Toten, da liegen überall kaputte Luftballons. Genau solche wie die, die sie bekommen haben, die sie am Handgelenk haben. Sie haben alle ihre Luftballons, ihre Krabbenluftballons dabei und die liegen jetzt alle. Also diese ganzen Skelette haben auch solche Luftballons am Armbändchen, die natürlich nicht mehr aufgeblasen sind, sondern kaputt. Und es wird halt immer seltsamer. Sie laufen da durch, dann sehen sie einen Haufen halbnackte Vampirdamen, denen sie gerade so ausweichen können. Also sie sehen aus wie Vampirdamen, weil sie halt diese Vampirzähne haben. Brüste. Ja, halbnackt. Brüste, sehr viele Brüste. Und Brüste. So Leute, nochmal zum Mithören. Und Brüste. Vampirzähne und Brüste. Ja. Dann gehen sie nach draußen und treffen irgendwie noch einen Typen, der sich in einen Werwolf verwandelt. Oder? Geister gibt es auch noch. Sie treffen diesen Typen, der sich in einen Werwolf verwandelt. Hat er auch Brüste? Nein, das ist ein Kerl, er hat keine Brüste. Aber sehr beeindruckende Hauer. Ich bin auf derselben Stufe, was willst du? Naja, sehr fallisch, ja. du hast komische Ideen über die fallisch. Hauer. Die waren sehr spitz zulaufend. Das sind Ich fand, die waren eher... Blättern wir schneller. Blättern wir schneller. Wir können doch den Spoiler auch nicht ewig strecken. Jetzt mach doch mal hin. Genau. Im Endeffekt treffen sie dann noch den Vampir-Oberlord, der anscheinend in diesem Ding haust, dem sie gerade so mit Mühe und Not, weil der Morgen graut, den Vorhang runterreißen und ihm entkommen können. Mhm. Und es endet damit, dass sie draußen auf diesem Burgdings sitzen, aber es ist auf einmal nicht mehr eine Burg, die irgendwo auf einem großen Gelände ist, sondern es ist eine komplette Stadt drumherum. Mhm. Und es kommt so eine Igor-ähnliche Gestalt mit einem Karren
und findet die Jungs halt draußen vor der Tür. Schlafend, weil sie halt etwas erschöpft sind nach der ganzen Damit Geschichte. Endet der erste Band. Und ja. Ich muss sagen, nicht Alban hat ihn gekauft, ich hatte ihn gekauft. Du hast ihn gekauft. Ich meine, das Cover ist ja schon ein bisschen spoilen. Da sieht man halt die Jungs mit den Luftballons und dann eben diesen Vampir-Typi. Ja. Aber ich hatte eben im Comicladen nur die ersten paar Seiten angelesen und hatte halt eine ganz andere Geschichte erwartet. Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht durch... Das ist übrigens von Splitter. Ich habe mich noch nicht durchringen können, den zweiten Band zu kaufen, weil mich der erste Band so in die Irre geführt hatte. Mhm. Ja. Ich habe selten einen Comic gelesen, der mich so verwirrt hat. Wir haben anfangs eine andere Geschichte erwartet und auf einmal wurde es ein Medieval... Mittelalter-Vampir-Werwolf. Also ich habe erwartet, dass es Fantasy-Elemente hat und düster und auch ein bisschen absurd wird, aber es ist halt, nach diesen Anfangsseiten, wo man denkt, es findet alles in dieser Anstalt statt, in der vielleicht komische Dinge vor sich gehen, sind sie auf einmal in einer Burg und mit Vampiren und Werwölfen. Ja. Und es gibt dann auch keine Hints mehr, dass sich das irgendwie verändern wird. Es ist wohl auch kein Traum. Erst dachte ich, okay, wahrscheinlich ist der Junge... kriegt halt seine Krabbe rausoperiert und ist dann in einer Art Fiebertraum oder so. Genau, ich dachte auch, vielleicht eine Halluzination, aber es scheint so, als ob der Anfang eher eine Halluzination war oder... Keine Ahnung, genau. Hinaus. Also man ist sehr in der Luft mit der Geschichte und ich fand es sehr unangenehm. Ja. Genau. Der Stil hat mir aber sehr gut gefallen, genau. Fand ich schön. Spielt auch viel mit Farben in den verschiedenen Szenen. Mhm. Und da zum Beispiel im Arztzimmer ist alles sehr grell, weiß, bläulich. Steril. Ja, dann wird es halt düster in diesen Burgszenen und hat mir sehr gut gefallen. Wie viel hat es gekostet? Es war leistbar, es sind Splitterbände. Genau. Ja, 13,80. Großformat, farbig, Vollfarbe. Ja, Hardcover. Also ist halt die Frage, wie sich das entwickelt und ob einen eine Vampir-Werwolf-Story interessiert. Für uns wäre sie jetzt nicht so das gewesen. Also dementsprechend... Schon zu viel, schon zu oft gelesen. Ja. Brauche ich nicht nochmal. Genau. Deswegen. Okay. Mir hat der Krabbenteil am Anfang gut gefallen. Das mit den Vampiren. Es war ein... Ja. Weil es sind auch nicht unbedingt die typischen Kinderängste. Das hätte ich ja noch verstanden. Aber es sind halt so... Es ist seltsam. Also Fantasy, wie immer. Ja, genau. Ja. Ich hätte es ja verstanden, wenn sie in eine Art Kinderangstwelt geraten. Ja. Und wenn es dann Clowns sind. Sowas habe ich erwartet, dass es halt absurder wird. Oder vielleicht eine Verschwörungstheorie dahinter ist, dass in der Anstalt was nicht stimmt mit diesen Entkrabbern, weil sie haben ja auch Theorien, was machen die mit den Krabben, die sie aus uns rausholen? Mhm. Experimentieren die vielleicht an uns in Wirklichkeit? Genau. Also ein bisschen mehr... Silent Hill und ein bisschen weniger Might and Magic 520. Ja. Genau, das wäre schön gewesen. Das hätte auch einfach zum Anfang gepasst, wo die Kinder, wie es halt ist, sie haben Angst dort, sie sind in dieser Klinik, gefährliche Krankheit. Mhm. Da kommen Kindern halt krasse Fantasien, aber es ist halt, es nimmt dann sehr stark ab auf einmal. Okay. So, bim, 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 Spoiler vorbei. Das ist dann bum, bum. Das ist jetzt rückwärts gespielte Spoiler. Apropos gespielt. Achso, wir wollen jetzt das vorspielen. Schon? Ja, wir müssen ja das ein bisschen die Programmpunkte noch verteilen. Jetzt rutscht mir das Ding noch raus. Du hast ja einen Comic noch, oder was? Dem Flori ist das Ding rausgerutscht. Es ist einfach nicht möglich. Das Ding aus dem Wald ist Flori rausgerutscht. So, um jetzt nochmal die kurze Pause zu überspringen. Gravity Falls ist vorbei. Die letzte Folge wurde vor einer Woche, an diesem Montag lief die letzte Folge. Und... Doch, ich finde es gut. Ich hatte kein Internet, ich kann nicht darüber reden. Ich werde nichts dazu sagen, okay. Ich werde nur sagen, dass ich es gut finde, dass Alex Hirsch hier an der Stelle sagt, die Serie ist vorbei. Mhm. Einfach, weil es zum Konzept passt. Es geht ja wirklich um diese Sommerferien. Mhm. Und es macht einfach keinen Sinn, dass Sommerferien unendlich sind. Obwohl sich das mehrfach in der Serie ja gewünscht wird. Aber obwohl das in vielen Serien vorkommt. Kommt, ja. Die unendlichen Sommerferien. Aber nee, es ist wirklich, diese Sommerferien sind jetzt um. Und alles ist jetzt, läuft jetzt wieder. Und ich hoffe, dass Alex Hirsch eine neue Serie kriegt und dann uns einfach mit weiteren coolen Serien versorgen wird. Und dass das jetzt nicht das Letzte war, was wir von ihm sehen. Okay.
Das reicht jetzt erstmal. Bevor, wenn es dann alle gesehen haben, können wir nochmal. Ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr es gesehen habt. So. Ja, ich glaube, ich habe jetzt. Die Hauptrolle ist eigentlich Pablo, der abgehalfterte Gewerkschafter der gesprengten Werft. Das würde zu dir passen, Felix. Ha! Find ich bin schon. Pablo. Also er ist... Also, wir zitieren aus der... Ich bin sehr männlich. Ich kann das damit umgehen. Moment. Wir spielen aus der... Der alte tägliche Kampf, genau. Und ja. Wie viele Feli Rollen? Feli als ja. Pablo. Wie viele Rollen? Zwei oder drei, aber ich kann die anderen, die sind nicht besonders groß, die anderen kann ich alle machen. Ach so, die sind außen vor. Ich würde sagen, du steigst hier bei Pablo ein, wo er gerade schreit. Man muss dazu sagen, die beiden haben gut getrunken. Die beiden sind, wie gesagt, Pablo und Marco sind so, eingewanderte Franzosen. Ja? Nochmal kurz, wir sind am Ende des Bandes und wir zeigen euch jetzt einfach mal so ein Dialogbeispiel. Es ist einfach ein Dialog, ja. Genau. Okay. Und das Ende der Werft ist schon besiegelt. Ja, die beiden sind auch sonst besoffen und verzweifelt. An diesem Abend wurde gerade Sarkozy gewählt. Passt perfekt zu Feli. Ja. Auf geht's. Ja, genau. Ich dachte, hier, ne? Okay. Also dieser Aufschrei nachts in einem abgehalfterten Arbeiterviertel mit einer gesprengten Werft und der Gewerkschafter hat sich gnadenlos besoffen und ja. Genau, wir machen jetzt. Wir machen jetzt erstmal den jungen Fotografen, den er praktisch schon aus der Taufe gehoben hat, der alte Gewerkschafter. Und der hat sich mit besoffen. Spielt irgendein versucht jetzt mäßig einzubringen. Du spielst Sarkozy, genau. Du sprichst jetzt aus dem Fernsehen. Ja, doch. Sehr überzeugend. Okay. Die Welt ist verseucht von Leuten mit Überzeugungen. Hey, hör auf zu grölen. Und als Sahnehäubchen noch die Einwanderer. Och nö, nicht die Einwanderer. Doch! Gnade! Die machen auch Angst. Diese Angst gibt es schon, seit ich alt genug bin, Französisch zu verstehen. Ich kann kein Wort. Billy. Auch wenn sie als Einzige noch bereit sind, die Drecksarbeit zu übernehmen, machen sie Angst. Rätselhaft. Außerdem sind sie arm. Arme Nachbarn zu haben, das ist ein bisschen, als gehörte man zu ihnen. Und das senkt den Wert der Immobilien im Viertel. Bäh! Darum vertreibt man sie dahin, wo sie unter sich sind. Und wenn sie erwachen, zack, schickt man sie nach Hause. Aber in der Zwischenzeit sind Generationen vergangen und die Kids sind mittlerweile verdammt französisch. Man kann sie nicht mehr nach Hause schicken. Sie sind ja schon da. Na bitte, Frankreich den Franzosen. Also schließt man langsam den Deckel über diesem Topf und sagt sich, dass man nur mit neuer Härte die Gefängnisse füllen müsste, wenn es zu stark kocht. Nur ist in dieser Härte gar nichts Neues. Nichts, was in der Vergangenheit nicht schon ausprobiert worden wäre und irgendwas gebracht hätte. Und aus dem Grund... Also die beiden schauen sich jetzt um. Sie sind irgendwie planlos durch das Viertel gelaufen. Und sie überraschen jetzt eine Gruppe junger Männer, die gerade auf einer Wand rumsprayt. Und zwar... Sprayt... Jetzt steht riesig über die Backsteine geschrieben, in kunstvoller Graffiti-Schrift. Sarko Escroa bla. Auf jeden Fall soll das heißen Betrüger Sarkozy. Aktuell zum gerade gelaufenen Wahlabend. Und jetzt spricht der Gewerkschafter so halb über und halb auf die jungen Leute mit ihren Staubmasken und Spraydosen ein. Ah, und da haben wir ja schöne Exemplare. Diese Bürger mit Überzeugung. Pablo. Respekt, die Herren. Betrüger, was? Also Marco versucht Pablo jetzt so ein bisschen im Zaum zu halten, der gerade vollkommen abgeht. Mhm. Ach, dich kenne ich doch. Du bist der Sohn vom Lulu-Dingster. Ich weiß noch, dass er jedes Mal einen halben Tag unbezahlten Urlaub genommen hat, wenn er dich vom Polizeirevier abholen musste. Sag mal, ist das da nicht paradox? So, und jetzt spricht einer von den jungen Männern zurück. Du solltest besser gehen. Ich wohne hier und ich erinnere mich nicht, dich eingeladen zu haben. Hey, hey, nur die Ruhe, wir gehen ja schon. Schönen Abend, Jungs.
Weißt du, was der einzige Stolz dieser Kids ist, außer von der Schule zu fliegen oder mit dem Knast zu liebäugeln? Nein, ihr Stadtviertel. Stell dir das mal vor. Und das ist noch erbärmlicher als dieser Nationalismus. Hey, psst. Scheiß auf euer Viertel. Scheiß auf die, die eure Eltern hier reingesteckt haben. Und scheiß auf euch, dass ihr auch noch stolz drauf seid. Hey, hey. Was ist denn in dich gefahren? Die beiden rennen jetzt die Straße runter auf der Flucht vor den sichtlich erzürnten jungen Männern, die ihnen gerade Steine hinterherwerfen. Das sind die ersten Nachwirkungen der Wahl, die sich bemerkbar machen. Ich habe keine Hemmungen mehr. Haha. Okay. Bis der Mond in dein Ghetto kracht. Was ist das? Musik? Nein. Zu spät. Ja, okay. Zu spät. So, das war das Hörspiel Comic Cookies. Genau. Wie heißt denn immer das Lied, was die Pablo Feld spielt? Das ist das typische französische Schutz. Ich wusste, das passt zu dir. So ich Rolle. Bin gut im Vorlesen, egal. Ja, und, was. Und eine wütende Rolle, das passt sehr gut zu dir, finde ich. Genau. Ich bin wieder Heiko, ja, ohne große. Ist auf jeden Fall brandaktuell. Ja. Definitiv. Wo mal wieder. Auch nicht grün. Hallo! Ja, die flirten gerade. Also es ist gerade Brand. Gerade mit dem Hulk. Genau. She-Hulk. Oh yeah. Schalk. Schalk, was? Ich muss mein Kopfkino zusammenhalten, das ist nicht gut. Ich geh mal. Genau. Brandaktuell. Ja, brandaktuelles Thema. Obwohl du jetzt schon einige Jahre alt. Ja, worum geht's? Ich möchte ein. Was? Du möchtest was? Wir haben alle Hunger. Oh, ich glätte jetzt mit Oma. Oh, Füße. Yay. Brandaktuell. Möchtest ja, du brandaktuell. Brandaktuell. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einen kurzen Tipp loswerden. Und zwar gibt es auf der Carlsen-Website ein exklusiv für online Comic von Titeuf, in dem der Schweizer Zeichner Zepp heißt er, glaube ich, ja, praktisch seine Comicfigur, relativ bekannt Titeuf, praktisch das durchleben lässt, weswegen Leute aus ihren Ländern fliehen müssen. Ah. Und es ist sehr bewegend gemacht, das kann ich nur empfehlen, wird an der Stelle auch nochmal verlinkt sein, aber ich habe es auch die Tage schon mal verlinkt, also ja. Mhm. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja, so ein Panel für Panelbild oder Comic kann man sich ein bisschen durchklicken und ja, dicke Empfehlung. Ja. Guck mich nicht an, ich habe immer noch kein Internet. Leute, geht nicht du zu O2. Kein Internet? Geht nicht zu O2, die sind scheiße und unfreundlich. Ich war dabei, als sie angerufen hat. Und die Maschine sagt ihr, bitte rufen Sie nicht mehr an. Echt? Ja. Ist das so frech? Also der genaue Text war, bitte sehen Sie davon ab, weitere Statusabfragen vorzunehmen. Also, bitte rufen Sie nicht mehr an. Ich habe jetzt seit einer Woche kein Internet mehr übrigens. Okay. Dürfen wir das? Negativwerbung? Also das war keine Negativwerbung, das ist ein Faktenbericht. Ja, 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 ja. Ja, es ist auch, und eine es Meinung. Ist auch, also das ist ja durchaus erlaubt, auch mal sowas. Dafür gibt es ja sogar extra Websites, wo du über Provider oder Händler reden kannst und sagen kannst, was deine Erfahrung ist. Aktives Renting ist erlaubt. Renting? Ja. Renting. So, gut. Renting. So. Ja. Ja. Alles klar. Nächster Programmpunkt. Haben wir noch was? Haben wir noch was zu tun? Haben wir noch Themen? Flori hat noch Themen. Ja, Flori hat noch Themen. Hatten wir eigentlich den Asterix besprochen? Besprochen hatte ich ihn schon. Achso, okay. Aber ihr könnt ihn gerne auch nochmal besprechen. Ja, sag erst nochmal was. Lasst euch mal auch ein bisschen. Mach ruhig. Macht erstmal du. So Maulfreude. Jetzt. Achso, nee. Also mach mal kurz. Du musst ja auch noch ein paar Comics aufheben für. Stimmt, ich habe ja sonst gar keinen. Da musst du dir welche leihen. Steffen verleiht gerne alles, was er hat. Vor allen Dingen Sachen, die er noch nicht gelesen hat, um Testopfer genau, zu haben. Genau, dann kann ich ihn immer spoilen. Er mag das ja, du kannst, du kannst Testopfer dann sein für seine Sachen. Okay. Testopfer. Kam es mir nur so vor, oder ist der ein bisschen kürzer als der andere? Nee, nee, glaube ich nicht. Aber ich hatte das, irgendwie habe ich mich total, als ob wenig passieren würde. Ja, ich habe schon wieder quasi vergessen, was passiert ist, weil es so wenig war. Genau. Was ist denn so passiert? Ja, lass mich mal durchblättern. Genau, deswegen. Also ich fand es ein bisschen schade. Also es geht ja um ein Buch, weil ich kann quasi, dir, ich kann was dir das Cäsar veröffentlicht. Genau, und ich kann dir halt den kompletten Inhalt von dem davor mit den Pikten, kann ich dir sagen. Aber bei dem Papyrus-Ding... Echt?
Ja, es ist irgendwie nicht so viel hängen geblieben. Dabei ist das doch auch sehr, sehr, sehr... Also es ging darum, dass Cäsar seine Seite des Krieges darstellen will. Ja. Und der Schreiberling sagt ihm dann, hier, die Szene mit dem gallischen Dorf, lass mal einfach weg, dann sieht das aus, als hättest du ganz Gallien einfach so im Alleingang erobert. Genau. Und Cäsar so, ja, Lügen, ich weiß, aber eigentlich hast du recht, es ist ja kein Lügen, wir verschweigen das nur. Das sind, Achtung, und einer der 99,9% Frankreich sind erobert. Genau, einer der Sklaven, die halt diese Sache für ihn schreiben, klaut sich diese Schriftrolle, die eigentlich gelöscht werden soll, also zerstört werden soll, mit dem Teil über Gallien, also das gallische Dorf, das nicht erobert werden kann, und bringt sie nach draußen zu einem gallischen Reporter, der das Ganze dann natürlich ins Dorf trägt, weil er wahnsinnig Panik hat und die Römer auf einmal hinter ihm her sind und er denkt sich, ah ja, wenn mich jemand beschützen kann, dann sind die das. Und ich habe keine Ahnung, was dann passiert ist, weil ich blätter gerade. Das sind halt lustige Snowden. Naja, gut, ich meine, ja, Parallelen. Andeutungen und, ja, genau. Und im Grunde geht es halt um die Flucht von dem Typen, also der das praktisch eigentlich verbreiten will, ne? Ja. Diesen Teil, der gelöscht werden oder zerstört werden soll. Genau. Und der findet natürlich dann auch das gallische Dorf und ja. Alles Weitere ergibt sich dann. Zu viel brauchen wir da auch nicht verraten. Okay, dann keine weiteren Spoiler, wenn sowieso nicht so viel passiert. Ja, typisch halt bei Asterix. Ne? Ja. Feli, wollen wir noch kurz den Deadpool, den wir jetzt beide gelesen haben? Ja, das können wir gerne noch machen. Kurz Meinung. Das ist der Ant-Man. Der Deadpool liegt drüben. Da habe ich ja auch schon mal gesagt, dass mir der ein bisschen... Welcher war denn das? Das war der, den ich besprochen habe, der mit dem Will Waits wo ich gesagt habe, dass es mir ein bisschen, dass mir der Deadpool dort drin nicht so gut gefallen hat, weil er oft nicht so Deadpoolig war. Ja. Und ist halt... Also ich habe nicht so viele Deadpool-Comics gelesen oder in Erinnerung, sage ich mal, mein tolles Gedächtnis, aber er war halt ein wenig zu fokussiert. Für Deadpool. Deadpool ist der ADSler der Superhelden. In Anführungszeichen. Aber er ist halt normalerweise sehr random. Er, hey, ich mache jetzt das und das. Und wisst ihr, was dann passiert? Ist was ganz anderes. Und wir reden über den anderen Kram nicht mehr. Der war unwichtig. Das ist Deadpool. Und in der Dings hält er sich sehr stark an diese Geschichte, die er da halt erzählt. Und mir hat das Ende halt auch nicht so übermäßig zugesagt, weil das Ende... Spoiler Alert, es endet eben damit, dass er eigentlich in einer Irrenanstalt ist und sich gar nicht eindeutet. Deadpool ist oder doch Deadpool ist. Ja, genau. Erstens ist das ein sehr klischee-mäßiges Ende und es passt nicht in das Universum und zu Deadpool, denn dann würde er sich ja auch die Avengers und alles andere einbilden und das ist schon ein bisschen weit hergeholt für mein Gefühl. Ja, es hat sich einfach überhaupt nicht gut angefühlt. Und wie gesagt, das ist halt auch ein Klischee-Ende, dieses mit wir erleben krasse Stories und haha, du sitzt ja nur in der Klapse. Ist halt sehr... Am Ende hat der Hund alles getrunken. Ja. Sehr häufig. So. Ja. Und es tut so, als ob es ein offenes Ende wäre. Es ist so, haha, ihr wisst nicht, was Sache ist, aber im Endeffekt kann es nur das sein, dass er in der Klapse sitzt. Also es ist... Nicht schön, nicht so Deadpool. Man hat das gewesen. Gefühl, dass er halt einfach nicht Deadpool wäre. Das war ansonsten recht, fand ich es ganz kurzweilig, aber halt, ja. Vielleicht war es ja gar nicht. Ja, vielleicht war es jemand anderes, der sich einbildet, Deadpool zu sein, und Deadpool gibt es wirklich. Aber, ja, jetzt wird es richtig lustig. Okay, Spoiler vorbei. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Bim, 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 bim. Willkommen zu unserer Weihnachts-Special-Spiel- und Spaßrunde. Juhu. Wie letztes Jahr auch, haben wir uns gegenseitig kleine Zettel an die Stirn geklebt, die wahrscheinlich nach den ersten 5 Minuten runterfallen werden, so wie immer. Vor allem bei Flori, das sieht sehr... Wir werden einfach immer nachkleben. So. Ja. Um das Spiel kurz zu erklären, ist es halt dieses ganz normale... Man klebt sich Zettel auf die Stirn und muss dann raten, wer man ist. Ja. Wir sind alle aus einem... woher wir kommen dürfen, ist Comic... Oder Zeichentrickserie oder Cartoon, ja, wie man das halt so kennt. Manga natürlich auch, obwohl ich jetzt... Mal schauen. Mal schauen. Ja, da sich Breedy vorzeitig verabschiedet hat, tun wir einfach so, als ob er dabei wäre. Nein. Er ist
Pipi Langstrumpf und... Achso, er ist Pipi Langstrumpf. Er darf ja, das mitraten. Passt. So. Der Gast fängt an. Genau. Mit Fragen. Der Gast, hallo Wieso Gast. Warum darf der Pipi Langstrumpf sein? Achso, Pipi Langstrumpf ist gar nicht. Weil es super zu ihm passt. Es entspricht allen seinen Werten und seinen Kindheitserinnerungen. Er kann auch gerne Prinzessin Lillifee sein. Dann wären wir wieder bei... Boah, ja, Prinzessin Lillifee. So, also... So. Der Gast darf anfangen, sobald man, Moment, wie läuft das nochmal, wenn man, wer bin ich? Wenn du eine Ja-Antwort hast, darfst du nochmal fragen und wenn nein, kommt der Nächste dran. Genau, das heißt, du musst auch deine Fragen so formulieren, dass du das ein Ja oder Nein nicht... Also wenn du eine Ahnung hast, fragst du, dass du ein Ja kriegst, damit du weiter. Du kannst nicht fragen, was ist meine Augenfarbe, sondern du fragst, ist meine Augenfarbe braun? Ja. Solche Fragen solltest du vielleicht aber für später aufheben. Ja, das ist dann schon sehr speziell, verstehe. Dann frage ich erstmal ganz grob nach meinem Genre. Du darfst ja nicht nach deinem Genre fragen. Ich darf nicht nach meinem Genre fragen. Du musst jetzt nach einem Ja-Nein fragen. Das macht er ja jetzt. Yeah. Okay. Ja, ich kann, ich kann das ja mal so abchecken. Also, bin ich eine Manga-Figur? Nein. Felix. Ah, okay. Yay. Komme ich aus einer Zeichentrickserie? Nein. Okay. Das limitiert meine Kenntnisse. Bin ich eine menschliche Figur? Ja. Ja. Bin ich eine Comicfigur? Ja. Ja. Komme ich aus Frankreich? Ja, ne? Interessante Frage. Franco-Belgisch? Ja, ja, ja. Dafür kennen uns, ist unsere Kenntnisse nicht ausreichend. Okay. Google. Ich kenne mich mit Google nicht so aus. Goggles. Goggle? Goggle. Nein, ich denke, es stimmt. Ja. Ja. Okay. Bin ich der Titelheld meiner? Ja. Ja. Okay. Boah, habe ich ein markantes... markantes Kostüm, ein markantes Outfit. Ja. Okay. Oh, okay, ja. Habe ich eine rote Mütze? Du bist ein Schlagwort. Der Steffen cheatet. Der Steffen cheatet. Der cheatet. Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Steffen hat in den Monitor da hinten geguckt auf seine Spiegel. Nein. Also ich glaube, das haben sie ja in Rekordzeit gelöst, Monsieur. Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Ich hatte erst jetzt bei der Mütze. Bin ich Papa Schlumpf? So falsch! So close, no matter how far. Ich will nicht die Runde vorzeitig verlassen, also bitte. Bin ich animiert? Ja. Okay. Ja, dann gehen wir gleich mal. Bin ich aus einem Anime? Nein, das ist kein Anime. Dann geht's weiter. Also kein japanischer Anime, nein. Du weißt bisher, was dass hast du... Dass ich kein Manga bin. Du bist kein Manga. Ich bin kein Manga. Du bist kein Manga. Aber, was bin ich da? Ich gebe dir sogar noch einen weiteren Tipp. Du wurdest noch nie adaptiert. Also es wurde noch nie ein Manga über dich gezeichnet. Okay. Noch viel besser. Du kannst das vollkommen ausschließen. Ja. Oh. Ja. Ah, lauter Koryphäen, ich habe keine Ahnung. Quatsch nochmal nach. Genau, Feli möchte einfach nur, dass du dich auf die Stirn hast. Bin ich eine franco-belgische Comicfigur? Nein. Nein. Okay. Okay, ich habe letztes Mal gefragt, ob ich eine Cartoon-Figur bin und ich bin keine Cartoon-Figur. Genau, du bist nicht animiert. Also komme ich aus einem Comic? Ja. Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Was will ich denn als nächstes über mich wissen? Bin ich aus einem amerikanischen, also nicht franco-belgischen, sondern europäisch-amerikanischen Comic? Na, warte nur. Ja, die gehören für mich alle in dieselbe Sparte, ich kann da nichts unterscheiden. Ich meine, bin ich kein franco-belgischer Stil, sondern... Bin ich kein franco-belgischer Stil? So. Nein. Nein. Also bin ich franco-belgisch? Ja, genau, seit es so rumgefragt. Okay.
Hättest du weiterraten dürfen, aber ja, nein. So. Damit kenne ich mich nicht aus, deswegen habe ich gehofft, dass ich es nicht bin. So. Du hast eine rote Mütze auf. Das war schon eine Mütze, ich weiß nicht, die von den anderen. Ne? Ja, deswegen hat er... Trage ich eine Pagenuniform? Ja. Dann kann ich ja fast nur Spirou sein. Ja. Bin ich Spirou? Ja. Der Kleine oder der Große? Also für mich natürlich der Große. Das war irgendwie so klar. Das ist Richtung Asterix und weiter. Ja, was ist denn älter auf Lucky Luke nehmen können? Halt, ja, aber wollen wir dir gleich eine nächste? Das ist halt original meine nach Asterix. Aber ja, oder? Komm, wir machen die mit. Spirou, das damit du mitraten. Das ist halt original. Ich will einen machen, ich will einen. Das ist halt okay. Original eine meine Lieblingsfranzosen. So, wir machen jetzt einfach Steffen. Wir verändern kurz die Regeln. Steffen darf einfach so viele Punkte einstreichen, bis wir ein einziges Mal geraten haben. Und du darfst dadurch, dass du jetzt schon einen Punkt hast, darfst du dann auch gleich weiterraten. Sehr gut. Wir gucken dann einfach. Warte, ich mache dann hier die Punkte. Der absolut, wir haben doch jetzt hier schon die Punkte. Da ist ein Punkt für dich. Du, Spirou. Spirou ist schon erspielt. Wo kriegen wir eine rote Pagenuniform für ihn? Ja, genau. Also, das müssen wir mal den Ecki fragen, Augen der hat mal Augen einen. Augen zu und auch nicht in den Spiegel schauen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, weil ich. Nee, ich hab echt, ich schwöre. Ja, du schwörst auf dem, was nein steht. Ja, nein. Ja, gläubig bin ich nicht. So. Ja. Aber offenbar nicht. So, dann ist Oni jetzt aber dran. Nee, er darf jetzt noch eine. Ach so, also, eine. Aber er hat doch gewonnen. Kann er nicht, kann jetzt nicht der nächste dran sein? Okay, dann. Doch, mach du. Was wusste ich jetzt nochmal? Ich wusste, dass ich. Ich bin animiert, genau. Aber ich bin kein Japanisch. Also genau, nicht zwangsläufig Japanisch. Nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig, ja. Bin ich weiblich? Nee. Keine Ahnung. Gut, dann bin ich dran. Mhm. Bin ich eine deutsche Comicfigur? Kommen Sie mal ran hier. Nee. Nein. Auch nicht. Dann kannst du hinten liegen bleiben. Okay, ich bin ein franco-belgischer Comicmann. Ja. Wie kenne ich denn franco-belgische Comicfiguren? Du musst aufpassen. Ja. Ja, nichts verraten. Nichts verraten. Ich kenne mich nicht. Im Moment noch nicht. Geh doch mal durch, was du alles weißt. Ich bin ein franco-belgischer Comicmann. Das ist alles, was ich weiß. Ich bin... Wir hatten gesagt, dass ich nicht animiert bin, also überhaupt nicht animiert. Es gibt, soweit ich weiß... Zumindest nicht offiziell irgendwie. Nichts offiziell. Ja, das reicht mir eigentlich. Nichts Offizielles. Das schließt schon mal Dinge aus. Mhm. Frau Belgischer, Mann. Das Bin ich ein Mensch? Nein. Was? Nein. Ich bin kein Mensch. Okay. Gut. Du bist ein... Nein. Auf geht's. Bin ich eine Comicfigur? Nicht im strengsten Sinne. Bin ich auch eine Cartoon-Figur? Was jetzt? Stell eine Frage präzise. Du hast gefragt, ob du eine Comicfigur ist, also gezeichnete Comicfigur in Büchern. In einem Buch, nein. Nicht genuin. Du kommst da nicht her. Oh Gott. Genau. Es gibt zwar Comics mit mir, aber nicht... Ja, okay. Du bist was anderes. Alles aber klar. Deswegen ist das ein Nein. So, ich bin männlich. Ich bin immer was anderes. Ich bin männlich. Ich bin animiert. Fuck. Kennst du das? Ich komme nicht aus Japan. Ich komme nicht aus Japan. Böhmische Dörfer. Nein, die Figur kommt nicht aus Böhmen. Auch wenn er das jetzt gesagt hat. Ich fange jetzt auch mal mit. Ich mach mal den Steffen nach. Habe ich auch ein lustiges Kostüm, an dem er mich erkennt? Nein, kein Kostüm. Ich habe keine Ahnung. Wen. Ich weiß nicht mal, wer ich bin. Goggle. Aber nein, kein Kostüm. Okay, kein Kostüm. Nicht. Ich finde auch die Nein-Antworten super praktisch. Okay. Also ja, ich habe keine Kleidung, die jetzt... Nein, das ist kein Kostüm. Nein, du hast kein Zwischenkostüm. Gut. Also ich bringe mal meine unselige... Serie mit Herkunftsfragen zu Ende. Ich bin ein angelsächsischer Comic. Nein! Nee. Angelsächsisch? Angelsächsisch? Nee. Sehr englisch. Also nein. Irgendwo im englischsprachigen Raum. Englischsprachiger Raum. Ja. Ja. Aha. Angelsächsisch. Ja, Moment, angelsächsisch ist ja... Das ist nur England. Ja, das wäre nur England. Nein. Ich meine schon überall, wo Englisch gesprochen wird. Ja. Ja. Das ja.
Ja, dann darfst du mal endlich weiterfragen. Nächste Frage. Nimm einfache Wörter. Ja. Verhaspel dich nicht. Bin ich eine amerikanische Comicfigur? Ja. Bin ich eine amerikanische Comicfigur? So, ja. Ja. Auch. Auch, ja. Bin ich ein Mann? Oh, das ist schwierig. Ja. Doch, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Ja. 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 Aber das ist schwierig. Okay. Das ist nicht eindeutig identifizierbar. Doch, 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 es ist eindeutig. Es wird mehrfach gesagt, Mann, ja. 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 Du musst mir so random Dinge fragen, wie ob du eine rote Mütze trägst. Ja, frag mal. Bringt das was? Also, ich könnte jetzt, natürlich könnte ich jetzt fragen, trage ich so einen Cowboy-Hut? Aber das macht kaum einen Sinn, wenn jemand mich nicht eindeutig als Mann identifizieren wollte vorerst. Ja, das da muss ich genau zuhören. Bin ich das Ding aus dem Sommer? Nein. Okay. Geil. Das wurde mehrmals gesagt. Okay. Ich möchte nicht danach fragen, aber bin ich das Ding aus dem Sumpf? Wunderschön. Okay. Ja, mein Gott. Was ich jetzt so im Kopf habe. Ich bin kein Mensch. Bin ich ein Fantasy-Wesen? Nicht im, nein. Nein, ja, im weitesten Sinne, aber nein. Nein. Okay. Nein. Du bist kein Fabeltier, nein. Okay. Achso, nein, das ja. Nicht. Was, achso, ich bin jetzt neu dran, ne? Ich trage ich eine Papier. Rote Mütze? Nee, tust du nicht. In dem Fall nicht, nein. Was bist du denn jetzt überhaupt? Sag mal. Ja, ich erinnere mich. Nein, du trägst keine rote Mütze. Okay. Trage ich eine rote Mütze? Ich erinnere mich an keine Szene, nein. Moment. So. Ich bin männlich. Ich komme nicht aus Japan. Ich bin animiert. Ich bin kein Einzelmännchen. Ich hoffe es. Oh Gott. Frag ich eine Lampe. Ich weiß noch nicht, wo ich herkomme. Soll ich das erstmal abchecken? Ja, bin ich, komme ich aus Amerika? Also, ja, ich in Amerika die Serie von? Ist aus Amerika. Okay, dann bin ich nach den 90ern, also ab 2000 produziert worden? Ja, ich bin. Okay, also ich bin etwas Neueres. Es ist Neueres, ja. Okay. Es ist neu. Komme ich in einer Gruppe vor? Also, ja. Okay. Ist diese Gruppe größer als zwei? Ja. Okay. Sie checkt einfach nur ab. Ja. Das hat es. Ich will wissen, ob ich aus Disneys großer Pause bin. Ich will Tisch sein, aber ich darf nicht Tisch sein. Okay. Ist das die mit den Hasenzähnen? Ja, ne. bin ich aus einer Gruppe aus Kindern? Kinder, weit gefasst Jugendliche? Ja. Okay. Gehöre ich zu den Teen Titans? Nein. Schade. Amerika, bin ich ein Superheld? Nein. Nee. Nein. Okay. Schnelle Runde vorbei. Bin ich ein Tier? Ja. Ja. Aber, ja. Also, ich bin ein Tier. Ein sprechendes, was auch immer. Ich bin ein Tier. Ich bin ein franco-belgisches Tier. Ja. Ein franco-belgisches Tier. Ein männliches franco-belgisches Tier. Ich jetzt nur wüsste, welche Sachen, die ich kenne, franco-belgisch sind. Ich bin nicht animiert. Nee. Bin ich der Hauptdarsteller? Ja. Okay. Das hab ich gebracht.
Mach es einfach wie Oni. Komme ich in einer Gruppe vor? Von nicht. Also bin ich. Ich bin. Du bist einzeln. Nein, also ja, nein. Du bist kein. Einzelgänger. Du bist kein ziemlich nicht. Du bist kein Gruppenmensch. Nein. Übergehend Einzelgänger. Okay. So. Next one. Ja. Ich war nicht vorrangig Comicfigur. Du hast keine rote Mütze auf. Und ich habe auch keine rote Mütze auf. Ich nehme einfach eine rote Mütze. Bin ich männlich? Nee. Nee, definitiv nicht. Nee. Natürlich nicht. Na, sowas von nicht. Nee. Okay. Okay. Eindeutig nicht männlich. Im Gegensatz zu anderen Leuten. So. Also, ich bin nach 2000er produziert worden, aber es gab ein kurzes Zögern, als ich nach dem Stil gefragt habe wegen Japanisch. Ich komme aber trotzdem aus Amerika. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich bin jugendlich, männlich. Oh ja. Ja, machen wir es einfach. Bin ich ein Superheld? Nein. Okay. Nein. Mal kleiner Zwischeneinwurf für die Hörer, wenn die jetzt mitraten und das hier hören und ihr gerade online seid, könnt ihr eure Vermutung mal immer in die Kommentare schreiben. Oder nachher, ob ihr das auch erraten habt. So. Vielleicht weiter. Eine Liste, was ihr dachtet. Ja, genau. Ja. Bin ich auch verfilmt worden? Ja, ja. 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 Du bist eher eine Cartoon. Also sagen wir es mal, weil sonst. Du bist ein Cartoon. Du bist ein Cartoon. Eher, ja. Ja? Mhm. Okay. Bin ich eine männliche Schildkröte mit Kampfsportallüren? Nein. Nein. Ah, shit. Das war wieder zu schnell geschossen. Das war zur Richtung auch zu sehr Richtung Superhelden. Okay, das hätte noch gezählt, verstehe. Ja, die sind definitiv Superhelden. Okay. Mhm. Wir können irgendwas super. Männliches franco-belgisches Thema. Animiert. Was habe ich letztes Mal gefragt, was mir nichts gebracht hat? Nicht kontaktfreudig. Nein, ich bin eher Einzelgänger, stimmt. Ich bin Einzelgänger und ich bin der Hauptcharakter meiner Serie, Reihe, was auch immer. Ja, das bist du. Habe ich Superkräfte, spezielle, tolle Kräfte? Nein. Okay, ich bin voll lame. Alles klar. Ja. Ich bin weiblich. Ja, definitiv. Oh ja, Steffi. Pro-Tipp, du bist keine Krankenschwester. Heute mal nicht. Das ist schön. Bin ich die Hauptfigur meines Werkes? Ja. Bin ich eine Superheldin? Nein. Nein. Bin ich der Namensgeber meiner Serie? Nein. Okay. Ich muss das mal kurz notieren. Das ist überhaupt mal eine interessante Frage. Bin ich die Hauptfigur? Ja. Du bist eine Hauptfigur. Eine Hauptfigur. Und in einer gewissen Konstellation, kleiner Tipp, sogar eine namensgebende. Ja. Also männlich, amerikanisch. Du kommst im Titel vor. Aber das Ganze ist, bin ich genuin ein Comic? Nee. Cartoon. Nein. Cartoon. Ja. Dann. Also ich dachte, das hätten wir ganz am Anfang erklärt. Ja. Bin ich jetzt dran? Das war eine Nein-Frage. Ja. Okay. Willst du die Notizen machen? Ich will auch Notizen machen, kann ich einen Stift haben? Ja, klar. Ich bin ein männliches Tier, franco-belgisch, Einzelgänger. Ich will auch einen Zettel. Feli hat den Zettel gestellt. Ich habe, glaube ich, sogar einen Stift dabei. Ich habe keine Superkräfte. Da ist der Block. Ich bin nicht animiert worden, auch niemals. Nicht, dass wir es wüssten. Tier. Die
Ja. Tja. Und ich bin die Hauptfigur. Ja. Ja, frag. Ich bin so schlecht mit franco-belgischen Dingern und sowas. Ich weiß nicht mehr, was ich noch fragen soll. Ich habe keinerlei Ahnung, was ich bin. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Frag nach Tieren. Bin ich ein Hund? Nein. Schön, ich bin kein Hund. Wie kommst du auf Hund? Nein. So, ich habe keine Ahnung. Gib ihm mal einen Zettel, dann kann er auch. Oh, du hast einen Stift, dann gib mir den Stift. Gib ich gleich. Bin ich eine gute Figur? Ja. Ja? Trage ich ein außergewöhnliches Outfit? Ja, oder? Also, ich weiß nicht, immer. Ich würde es nicht außergewöhnlich nennen. Nein. Okay, du hast recht, nicht außergewöhnlich. Es ist kein, etwas, was man. Es ist kein Kostüm oder sowas, genau. Wie er das jetzt meint. Genau. Nein. Nee. Nein. Dann würde dein Charakter auch außergewöhnliche Sachen tragen, aber es ist nicht außergewöhnlich in der Welt. Fertig. Das ist für euch beide ein kleiner Hint gewesen nebenbei. Okay. Ich bin nicht kostümiert in einer Gruppe, ich bin animiert, ich bin ein Teenager, ich bin männlich, ich bin kein Superheld und ich gebe nicht den Namen der. Ich bin nicht das Mädchen aus dem Sportunterricht. Nein, du bist ein Typ. Ja. Du bist männlich, du bist nicht das Mädchen aus dem Sportunterricht. Ja, das ist Mädchen aus dem Sportunterricht, ist weiblich, das werden einige wissen. Ist männlich, meine ich. Okay. Schön. Ja, das war trotzdem eine ich bin nicht das Mädchen. Ja. Ja. Nach 2000. Gibt es von mir mehr als nur die TV-Serie, also die Serie? Also gibt es mich auch als Spiel oder als irgendwelches anderes Merchandise? Es gibt Merchandise. Okay. Es gibt Merchandise und auch Comic-Adaptionen, Comics. Wie das bei vielen erfolgreicheren Serien halt der Fall ist. War das jetzt ein Ja oder Nein? Ja, es gibt mehr Shit. Ja. Ich bin nicht Zocker. Du bist Zocker. Zocker? Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist. Das war eine Nein-Antwort. Ja, ich bin nicht Zocker. Also ich kann in der nächsten Runde sagen, bin ich Zocker. Ja. Dann schreibt mir schon mal den nächsten Papa. Okay. Das war ein ziemlicher Lackshot. Ich habe kein Kostüm, aber was eigentlich ein Kostüm ist. Und bin ich über 40 Jahre alt? Oh. Ja. Was? Ja, die Figur. Ja, die Figur. Oder meinst du die Serie von der Figur? Ich meine natürlich mich. Also, wenn du den Charakter meinst, dann das ist ein Triple-Jahr. So. Ja. Yay. Dann darf jetzt Schwester Stefanie mir einen Zettel auf die Stirn backen. Ja. Ich weiß noch nicht was. Gut. bin ich Fred Feuerstein? Nee. Cool, nee. Sollst du nicht einfach hier irgendwas raten? Du sollst. Schau, wie gut das funktioniert. Du bist nicht Fred Feuerstein. Ich hätte alle möglichen fragen können, aber Socke ist. Was ich denn mal für dich Schönes? Fuck. Bin ich der Namensgeber meiner Serie? Ja, bist du. Du bist der, sowohl der Hauptcharakter als auch der Namensgeber. Du stehst auf dem Titel. In Personalunion. Ich möchte es was abziehen. Hm? Das ist Kaffee franco-belgisch, nicht das amerikanische, oder? Nein. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir das nicht. Kaffee ist, glaube ich, Kanadier oder so. Keine Ahnung. Was hast du denn gerade? Was hast du denn gefragt? Ich habe noch gar nichts gefragt. Okay. So, dann frag doch mal was. Ich checke bekannt, gerade. Bekannt, Option. Bekannt, 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 ne? Schau mich an. Oh ja. Okay. Na, du glaube ich nicht so. Ich kann zwar nicht so übermäßig viele Fragen. Nee. Ja, ich meine, das war jetzt bei Soccer ähnlich.
Ein guter Hint, es wär's von uns alle, also alle von uns haben dich gelesen. Mhm. Das heißt, du bist was. Ja. Alle. Wow. Sogar ich. Ja. Ja, genau. Aber ich natürlich noch nicht komplett. Komplett ich auch nicht. Ja, das ist eigentlich auch schwierig. Bin ich ein richtiges Tier oder bin ich sowas wie bei DuckTales und Co.? Du bist ein... Was willst du jetzt fragen? Bin ich ein richtiges Tier und nicht sowas wie bei DuckTales und Co.? Nein. Nein. Du bist kein richtiges Tier. Das hätte ich mir vorher sagen sollen. Haben ich habe gefragt, ob ich ein Tier bin. Ja, du bist, dann du bist ein Tier. Ja, aber ja, was wollte ich dann sagen? Du bist ein Tier. Ja, aber die DuckTales sind doch keine Tiere. Ja, okay. Ja, doch. Die wären auch Enten. Das sind Enten, das sind Tiere. Das sind keine du bist ein Furry. Richtige Tiere sind sowas wie Snoopy. Wie nennt man dann das? Furry. Du bist, du bist nicht, als die Tiere den Wald verließen, Tiere, sondern du bist tatsächlich ein Furry-Tier. Also du bist eine personifizierte... Ein vermenschlichtes Tier. Ein vermenschlichtes Tier. So ägyptische Gottheit-Tier, ja. Entschuldigung, dass das nicht klar war. Ich habe vorhin auch schon überlegt, wie ich das sagen soll. Ja, aber das ist für mich kein Tier, die DuckTales. Das ist so ein bisschen aufgeleuchtet, als du gesagt hast, dass es nicht ein Mann ist. Ja, dann haben wir versucht, was machen wir denn jetzt? Ist es ein Mann oder nicht? Weil ich habe sofort gemerkt, dass sie mit Mann Mensch meint. Nein, da meinte zu meinem Zeitpunkt, meinte ich, ob ich männlich bin. Genau, aber dann hast du später zusammengefasst, dass du halt ein Mann bist. Und du bist ein Mann. Okay, gehen wir weiter. Du bist mehr Mann als Tier in der Ecke. Lebe ich in einer Fantasiewelt? Nicht zwangsläufig. Das ist nein. So. Nee. Nein, du lebst. Also, wie meinst du das mit. Lebt dein Charakter? Halluziniert dein Charakter oder was? Meinst nee. Du? Lebe ich in einer ausgedachten Welt? Also in einer nicht. Hui! Kind of. Wo? Cabra. Also in einer Welt, die so eigentlich nicht existiert oder nicht existieren kann. Im engeren Sinne ist es eine Fantasiewelt. Die passieren Fantasiedinge. Wie machen wir das? Aber sie könnte eigentlich auch überall sein. Wie machen wir das? Ist das jetzt eine Ja- oder Nein-Frage? Lassen wir dich mal weiterraten, weil du weißt ja noch am wenigsten über dich. Es gibt dich nicht auf einer Landkarte, aber du lebst nicht in einer klassischen Fantasy-Welt. Ja. Also keine Werwölfe, keine Vampire, kein Schrott. Ja. Okay, frage ich mal anders. Lebe ich... wie frage ich denn das? Lebe ich auf der Erde? Ja. Ja. Auf der Erde? Ja. Ja. Definitiv, ja. Gut. Sogar auf der Erde. Ja, gut, das wollte ich wissen. Da wollte ich hin. Ja, okay. Ich weiß, wer ich bin. Ich wusste nicht, dass das franco-belgisch ist. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob das franco-belgisch ist. Sie hat sich nicht im Spiegel gesehen, nein. Nein. Mein Display ist so zerstört, da kannst du dich nicht wirklich drinnen spiegeln. Gut, weiter. Du. Nein, ich habe gegoogelt, was mir eingefallen ist. Okay. Ich wusste nicht, dass der franco-belgisch ist. Meine allererste... Genau. Bin ich eine franco-belgische Comicfigur? Nein. Okay. Sonst hast du natürlich gleich zwei doppelt ausgedacht. Also franco-belgisch und Comicfigur. Naja, okay, weiter. Da bin ich sicher kein franco-belgischer Animation, sondern eher... Also, ich bin eine amerikanische Comicfigur, eine Cartoon-Figur. Ich bin männlich. Überwiegend, ja. Ja. Und in der Gruppe vielleicht sogar mal einer der Namensgeber. Und ich bin menschlich. Nee. Nein. Nein. Ah. Okay. So. Bin ich eine Katze? Ja! Bin ich schwarz? Ja! Bin ich Black Sam? Ja! Ich dachte, du kommst direkt drauf. Ich wusste nicht, dass der franco-belgisch ist. Ja, okay. So, das, der mal. War für mich überhaupt nicht eine Kategorie, weil er nicht für mich den standard franco-belgischen Stil hat. Das ist schon ein bisschen. Deswegen, also wir raten weiter, bis Flori seine Figur. Wir können doch einfach noch ein paar Stunden weiter machen. So, dann. Mal Kaffee aus. Bin ich. Bis ich hier fertig bin. Packt
mal Kaffee, aber soll ich Kaffee machen? Okay. Das kann ich eine Cartoon-Figur für Kinder? Oh ja. Nein, ja. Keine Cartoon-Figur. Keine Cartoon-Figur, stimmt. Nein. Was machen wir denn jetzt? Das ist ein Nein. Ach so, Moment. Weil ich habe doch gefragt, ob ich einen Comic gehabt habe, das verneint. Genau. Er ist doch ein Cartoon. Ach, Cartoon. Das ist ein Cartoon, oder? Ist das Cartoon? Es ist Cartoon, Zeichentrick. Cartoon, okay, ist dann für mich gleich. Selbst bleib mir, weil du bist eine Zeichentrickfigur für Kinder. Ja, du okay. Bist eine okay. Animierte aber halt Zeichentrick. In dem Sinne schon, ja. Okay, okay. Ja, gut. Bin ich menschlich? Ja. Ja. Stellst du immer gute Fragen? Ja. Die Hauptfigur war ich auch, ne? Du bist die Hauptfigur. Du bist die Hauptfigur. Okay, dann kannst du die schon mal nicht sagen. Ich hab den Panda kämpfen, da muss ich diese Handbewegung machen. Kung-Fu-Panda. Du bist nicht Kung-Fu-Panda. Nein. Ich bin Rana, wenn der Panda sich wieder auf ihn stürzt. Der sein Vater ist zwischendurch. Ja. Oh ja! Bin ich von Disney? Das wäre eine gute Dings. Ja? Du nimmst Lust, Ranma oder seinen Vater. Und dann fragen die Leute so, Mann. Bin ich männlich? Und die Leute also, nur manchmal. Nein, bin ich ein Mensch? Nur ab und an. Nein, du gibst ihm einfach ein kaltes Glas Wasser in den Kopf und sagst nein. Habe ich eine Zeichentrickserie? Nein. Nein. Also nicht im Entfernten, du kommst da nicht her. Und ich würde jetzt mal nein sagen. Ich kenne keine Trickserie. Okay. Nein. Das hat kein, soweit ich weiß, keine Adaption. Serie? Nein. Nee, wüsste ich keine. Hm? Falls doch, kennt sie keiner von uns, dann zählt es nicht. Nicht seriell. Dann kennt er es auch nicht. Okay. Keine serielle ja. Geschichte, würde keinen Sinn machen. Moment. Nur weil du es nicht kennst, heißt es nicht, dass ich es nicht kenne. Du kennst das. Ja, nee, was anderes. Egal. Ich glaube, wenn es eine Serie dazu gibt, kennst du sie auch nicht. Oh, das ist schön. An Philipp, genau, zu. Okay. So. Bin ich weiblich? Nein. Nee. Das hat sich schnell erledigt. Bin ich eine Ente? Nein. Nein. Sei lieber nein. Philly? Dies ist unfassbar schwierig. Okay. Bin ich aus einer Cartoon-Serie? Bin ich animiert? Ja. Ja. Okay, ich bin Cartoon. Bin ich menschlich? Nein. Nein, kein Mensch. Also ich bin die titelgebende Figur eines Films. Ja. Ja. So. Auf der Erde von Disney, da gibt es ja eigentlich nur... Bin ich Asiatin? Nee. So was du bist von keine nicht. Asiatin, du bist nicht Mulan. Okay. Du bist nicht Mulan. Glaub ja nicht, du bist Mulan. Du bist nicht Mulan. So. Ja. Ich bin eine männliche Comicfigur. Bin ich animiert? Ja. Ja. Okay. Ist meine bin ich nach 2000 entstanden? Nein. Okay. Gesundheit. Danke. Stimmt, das hätte ich mir bei Steffen denken sollen können. Ja. So, dann. Bin ich eine Disney-Figur? Nein. Was? Nein. Echt? Nein. Nee. Oh. Definitiv nee, nicht. Okay, du bist nicht Disney. Du bist sowas von nicht sorry. Disney. Sowas von nicht Disney. Du bist das genaue Gegenteil. So. Bin ich eine Tiermenschenfigur à la DuckTales? Ja. Ja. Okay. Sie lernt. Es lernt. Bin ich eine Frau? Also nein. Weiblich? Nein. Ich bin schon wieder ein Kerl. Nein. Ja, tut mir leid. Bin ich animiert im Sinne von gezeichnet? Ja. Ja. Ich kann dir sogar sagen, wer dich gezeichnet hat. Nein, Oni. Hints gibt es nicht. Nicht für Leute, die schon... Jetzt ist die Frage, ob mir das was bringen würde. Oder? Nein, ich verrate es erst, wenn du... Film. Disney...
gezeichnet, weiblich. Titelfigur. Ja gut, auf der Erde, aber Ariel passt nicht. Ariel ist es nicht. Ja, Ariel passt nicht. Okay. Ja, deswegen ist es ein Ja. Ja, so. Ariel passt nicht. Ariel passt nicht. Ich hab grad total blackout. Ach. Bin ich eine bekannte Märchenfigur? Ja. Dann bin ich Schneewittchen. Ja. Nee. Ja. Was? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Dann bin ich halt Snow White. Ich kenne mich besser aus. Nein, du bist nicht Snow White, du bist Schneewittchen. Das ist nicht Schneewittchen. Das ist falsch. Märchen. Ruhig. Ist meine Sparte. Okay, ich sag nichts mehr. Nicht okay. Hallo, was für Hölle ist? Du bist nicht Schneewittchen. Nein. Du bist nicht Schneewittchen. Ah, oh, stimmt. Du bist voll auf dem Holzweg. Du bist nicht schnell. Also, du bist Würfel, so. Ja. Du bist dran. So, nee, da kannst du ja nur noch. Ja, okay. Comicfigur, männlich animiert, vor 2000. Bedenke immer, dass es von mir kommt. Ja, ja. Das kommt von Steffen, das ist echt der krasseste Hint, den ich in dieser Runde mitbekommen habe. Bin ich Darkwing Duck? Nein. Nein. Fail. Wahrscheinlich keine. Bin ich eine Ente? Aber man kann es, ja, es ist zeitlich in der Richtung. Okay. Ich muss mal. Ich rate dann immer nur noch in großen Sprüngen. Bin ich eine Warner-Figur? Ja! Mitgehört, ich sauer. Nein, da wäre ich jetzt auch von selbst drauf gekommen, wenn es nicht Disney ist. habe ich ostentativ noch Oralsex mit Maurüben? Nein, Bitte! Nein, hast du nicht! Habe ich nicht. Okay. Du kannst dir gleich aufschreiben. Okay. Also ich glaube es zumindest. Man kann die wissen, aber also nochmal, ich formuliere es nochmal. Wir wissen von keinen Kanon Dingen, in denen das passiert. Ich formuliere nochmal um. Mag ich Mohrrüben? Nein. Nicht vorrangig. Nicht mehr Nein. als andere Leute Mohrrüben auch mögen. Okay. So. Okay. Ich bin überhaupt im Holzweg. Keine Sorge, das war der erste, den ich dir auf die Stirn bappen wollte. Aber ja. Wir kommen näher. Die Einschläge. So, ich habe vergessen, was ich. Aber ich wusste nicht mal, wie man ihn schreibt. Bin ich der Hauptcharakter? Ja. Ja. Bin ich in einer Gruppe unterwegs? Ja. Ja, aber du bist. Das ist nicht ausschlaggebend. Mit Minden ein bisschen. Gruppe aber unwichtig. Ja. Ja, aber unwichtig. Das ist eine unwichtige Gruppe. Bin ich ein Vogel? Nein. Kein Vogel. Und ich kann ja dann fast nur noch Cinderella sagen. Und wir sind Cinderella. Ja, so, dann, Feli, haben wir noch ein neues Papa für den Steffen? Oh ja, Feli, mach mal einen. Ich soll schon wieder einen. Dann lass ihn mal, weil dann hat jeder einen. Für mich. Ich habe doch Cinderella. Nein, ich war noch nicht. Cinderella war von Felix. Das war von dir. Okay, alles klar. Gut. Ich habe Felix zweites Ding gemacht. Ja. Okay. Cinderella gemacht. Und das war sehr gut. Das hat dich länger unterhalten. Ist das davor? Ja, ich habe mir gedacht, das Büro ist Cinderella halt eine andere Genrewechsel. Ja. Passt. Und ich führe mit 2 Punkten. Macht nichts. Bin ich dran? Ich muss das mal, fragen, okay. Bin ich da genau? Bin ich auch ein Tiermensch? Ja. Ich habe bei Lenny Pell auch echt gesessen. Ja. Komme ich aus Disney? Ja. Okay. Der hinter mir geholfen hatte, war, dass wir das alles gelesen haben. War das nicht gerade rechts in der Mülheim? Komme ich aus dem Disney-Universum, um euch glücklich zu machen. Rechts hinter Müller. Bin ich die Titelfigur?
Ja. Also ich gebe auch den Titel. Du gibst einen Teil des Titels. Okay. Bin ich Max von... Oh, das ist doch langweilig. Ja, ja, also Uni, cheatest du? Ich darf hier auch nicht spielen. Das hätte alles Mögliche sein können. Ja. Wie zur Hölle kommt es auf, dass sie Max ist, auch noch von, ja, Goofy und Max. Ist ganz einfach. Ich wusste, dass er mich niemals Goofy sein, ja, lassen wird. Und ich wusste eben, dass es, als er Duckwin Duck, als ich Duckwin Duck gefragt hatte, so ein Haha, und dann habe ich eben nochmal nachgefragt, ob ich eine Ente bin. Und er hat so dieses Schulterschrucken gemacht und ich dachte, oh, okay, ich bin also keine Ente, aber ich bin bei Disney. Und ich wusste, dass ich, dass es nur noch, dass er nicht so viele Serien kennt aus der Zeit. Also das stimmt doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Okay, ich bin jetzt... Okay, ich habe Unis analytisches Gehirn sind mir einfach alle aufgeschmissen. Nee, du hast schon für Uni was? Ja, dann ja ich arbeite jetzt gerade noch für dich. Es ist, ja, ja, du musst für Uni gleich was machen. Erst fragst du nach deiner Figur. Genau. Währenddessen kann ich mal rein kurz überlegen, was ich denn den... Ja, ich warte, ob du das noch errätst. Toll. Komme ich in der Sendung mit dem Hasen vor? Ja. Ich kenne ihn nicht mehr. Das tun alle, fast alle, oder? Aus dem Warner Bros. Ja, verdammt. Stimmt. Das ist vollkommen sinnlos. Ich hoffe, dass du dich da... Ich kenne die aber nicht alle. Das macht doch nichts. Du kennst die aber bestimmt. Warte mal, Warner. Ich kenne... Nice. Ich kenne Bugs Bunny. Ich kenne Daffy Duck. Und dann... Du bist Teil des Titels. Okay? Eines Titels. Des Titels deiner Show bist du Teil des Titels. Also bist du... Ja, aber ich glaube nicht, dass er das... Nee, nicht so. Mhm. Nicht so den Titel, sondern... Das ist eine kleinere Dings. Du bist... Eine kleinere... Fuck. Es gab Spin-Offs. Es gibt ja so viele Spin-Offs davon. Es gibt Spin-Offs und da einer von... Aber du kommst auch in der Hauptreihe vor. Du bist definitiv kein Huhn. So, das waren genug Tipps. Du hast gefragt, ob du ein Huhn bist vorhin. Nein, ich habe nicht. Ob du eine Ente bist. Ja, nee, aber ich bin keine Ente. Du Huhn verraten hast. Er ist auch kein Huhn. Ich bin auch kein Huhn. Das ist ja beruhigend, weil ich kenne auch keine Huhn. Da gibt es keine Hühner. Ja, es gibt aber Hühner. Doch, es gibt den und den mit dem Buschel. Mit? Den Hahn. Ist der von dem Warner Bros. Ja, das ist der da drin. Ja, das ist der. Das ist... Ja. Ich sitze bei den Comic-Cookies mit einem furchtbaren Gefühl. Ich bin ein Analphabet. Oh mein Gott, ist das schlimm. Nein, das ist überhaupt nicht... Das fühlt sich furchtbar an. Ist aber, glaube ich, so... Ist nicht so schlimm. Ist es wirklich... Ist es okay, dass du ein bisschen auf dem Häuschen bist? Wir haben das mal gespielt und jemand war Snoopy und er ist nicht drauf gekommen. Er hat auf alle Hunde, die es im Comic- und Cartoon-Bereich gibt, geraten. Das hätte gewesen sein können, ne? Auf alle. Auf weiter? Also, du bist... Wollen wir... Du bist kein Huhn. Ich bin kein Huhn. Und keine Ente. Und keine Ente? Okay. Okay. Und keine Ente. Und auch kein Hase. Du bist auch kein Hase. Nein, nein. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, es gibt ja noch so im Bereich von den Enten und Hühnern. Enten und Hühner, aber es gibt auch noch... Noch mehr Vögel, oder was? Ja, es gibt noch mehr Vögel. Bin ich ein Vogel? Ja. Ja. Ich bin ein Vogel. You can do it. Bin ich ein Specht? No. Leider nicht. Nein. Der ist auch nicht von Warner Bros. Das ist auch sehr rücksichtsvoll, dass ich nicht dieser Specht bin. Dieser notorische, schlimme Specht. Nein, du bist nicht der Specht und du musst dir jetzt für Uni ein neues Ding aus. Ja, ich brauche ein neues Problem. Denk dir für Uni mal was Fieses aus, dann fühlst du dich nicht mehr so ein. Du bist viel schlimmer als dieser Specht. Noch schlimmer als dieser Specht. Oh mein Gott. Nein, Quatsch. Ich liebe diese Figur. Ja, das ist auch eine der bekanntesten. Ich habe versucht, nett zu sein. Da solltest du eigentlich das Ding draufschreiben. Bin ich eine Disney-Figur? Nein. Nee. Kein Disney. Bin ich eine Disney-Figur? Nee. Nee. Okay. So nett ist er dann doch nicht zu mir. Ich bin noch nix. Ach nee. Bin noch nix. Ach, du weißt es. Ich darf jetzt weiter raten. Schon, ja. Und so, um nochmal euch kurz zusammenzufassen. Feli hat einen Punkt, Steffi hat zwei Punkte und arbeitet am dritten. Und ich habe auch zwei Punkte und arbeite an meinem dritten.
Dum, dum, dum. Flori arbeitet noch hart an seiner ersten. So, ich darf jetzt weiterlachen. Seinen ersten Nicht-Specht zu erfahren. Und jetzt jeder hat mal... Ich würde sagen, ihm geben eine Runde noch, oder? Dann, oder nicht mehr. Ja, also ich darf jetzt aber noch einmal raten, oder? Okay. Ja. Okay. Ich komme von Flori. Ich meine noch eine Figur, oder? Ach so, ja. Gut. Mal gucken, wie lange er noch redet. Bin ich eine deutsche Figur? Nein. Nein. So, du Nicht-Specht. Ich wonne, Vogel. Wo ich doch nur die Ente kenne. Die männlicher schwarze Ente. Männlicher Wonne-Vogel. Männlicher Wonne-Vogel. Aber die Leute waren etwas verwirrt, ob du männlich bist am Anfang. Weil das nicht so wirklich klar ist. Mhm. Oder nicht so. Ich wusste es als Kind ehrlich gesagt nicht, bis es irgendwann zufällig mal erwähnt wurde. Ich dachte immer, es wäre kein Kerl. Ja, aber ich wusste es, ich war auch unsicher, solange bis irgendwann mal Tiny Toons kam, wo es dann ein weibliches Gegenstück gab quasi. Ja, vor allen Dingen, es wird in der Serie auch irgendwann mal erwähnt. Dann wird halt er gesagt und dann war ich so. Ja. Du bist? Ich kenne Arthur. Daffy Duck, glaube ich, keinen Wandervogel. Außerdem komische Specht. Specht? Was machst du für einen Specht? Nein, der ist wahrscheinlich nicht mal verloren. Du meinst Woody Woodpecker? Ja. Nee, der ist nicht verloren. Siehst du mal. Du bist auch nicht Roadrunner, um einfach mal als... Ja, der wäre auch noch... Siehst du, an den kannst du dich auch erinnern. Wenn du dich an den erinnern kannst... Was gab es denn dann noch? Tiffy war es nicht. Sesamstraße. Ich würde mal sagen, stell mal eine Frage. Hm? Du kriegst jetzt mal ein paar Fragen. Du kriegst jetzt 3 Fragen, ob ja oder nein. Weil sonst... Genau. Egal ob ja oder nein. 3 Fragen. Los. Irgendwas? Komplettes Loch. Ich habe keine Vögel mehr im Hirn. Ist doch egal. Ich frag was. Von den Looney Tunes. Hm? Die Looney Tunes. Spin-off, Alter. Hm. Du bist alt. Du bist auf jeden Fall älter als 40 Jahre. Ne? So in dem Bereich. Ja. Genau. Eine der älteren Figuren. Genau. Du bist ein echter, echter Klassiker. Du bist so alt, dass du schon zu Zeiten von Roger Rabbit aufgetaucht bist. Und du hast auch so eine Arc-Nemesis, wie das an diesen Spin-offs Auftritt in Roger Rabbit. Ziemlich gemein sogar. Mhm. Ich glaube, jetzt bin ich ein Zwerg. Auf die Holzbahn, ja. Du bist schon auf dem Holzweg, okay. Ich würde mal eine kleine Kette starten. Mal gucken, ob er die hinkriegt. Kette. Roadrunner. Roadrunner. Hat man jetzt schon. Roadrunner hat einen Der war auch ein. Also der war nicht nur bei den Looney Tunes, also bei der Bugs Bunny Show, bleiben wir mal bei den deutschen Titeln, sondern der war auch bei Speedy Gonzales dabei. Speedy V, Speedy Wo, Speedy Gonzales kennst du. Die Sendung Speedy Gonzales kennst du. Die Sendung maximal aus der Hitze. Ist egal, weil die Figur, die du bist, kommt da nicht drin vor. Aber okay, ich will woanders hin. Mhm. Speedy Gonzales ist... Eine Maus. Was? Eine Maus. Eine Maus, okay. So. Die Maus wird gejagt von... Katakado, nein. Was? Groß! Ich hab keine Ahnung. Also auf den Weg würde ich auch nicht kommen. Ich hab das nicht gesehen, nee. So. Hä? Warum denn also, nicht? Wird er von dir gejagt? Du wirst gejagt von deiner Arc Nemesis, aber du bist der typische clevere Part, der den anderen immer verarscht. Mhm, mh, mh. Obwohl es von der Natur aus, wie bei den anderen Dingen, eigentlich nicht so eigentlich wäre. Anders wäre. Ähnlich wie bei Roadrunner. Warte mal, nicht ganz so. Du hast dieselbe Dynamik wie Tom und Jerry. Da war was mit einem Wolf und... Nein. Mit einem Wolf? Nein. Moment mal. Tom und Jerry. Tom und Jerry. In diesem Fall aber bin ich ein Vogel und... Mhm. Ja, komm schon. Shit, ja, Mann. Aber wie heißt das Vieh?
Tweety. Du bist ja. Tweety, ja. Ich bin ein fucking Küken, okay. Ja. Ah, Tweety ein. Ist aber immer ein Küken. Ja. Ja. Er sieht nur aus wie ein Küken. Ja, genau, das ist Kanarienvogel. Mit, er soll ein Kanarienvogel sein und er soll werden. Ausgewachsen sein. Das kommt später rum. Okay. Ah, dass ja. Er ausgewachsen ist. Tweety. Also er hat Liebesbeziehungen in den. Ja, das können auch Dingern später. Embryonen haben. Ja, nein, ich meine, das ist jetzt nicht zu weit. So, also Leute. Ein noch, ein ganz leichter für ihn noch. Oder was ist denn ein ganz leichter? Ich dachte, Tweety wäre schon leicht. So. Keine Finger mehr. So, Feli darf mal leichte verteilen. Ich? Oder leichte. Möchtest du was für den... Scheiße, ich bin echt nicht drauf gehört. Du bist Tweety, ja? Herzlichen Glückwunsch. Ich hab den komplett vergessen. Nicht jetzt gemeint. Ich bin nicht mal gemeint. Tweety, Alter. Sorry, ich dachte, das wäre was Einfaches. Eigentlich ja. Wollte erst Bugs Bunny schreiben. Es ist scheiße einfach. Ich wollte erst Bugs Bunny schreiben und dann dachte ich mir, ach, das ist zu einfach. Weißt du? Egal, wir müssen ja nicht immer. Augen zu. Ja. Wie die Runde, der hat sogar aufgegeben so. In der Runde, der dann Snoopy hatte, weil er einfach nicht mehr drauf gekommen ist. Der ist durch alle Runde du durch. Weiter. Okay, ich bin ein... Letzte Runde jetzt. Also letztes... Tiermensch. Wer jetzt raus ist, ist raus. Aus einer Cartoon-Serie, ein Typ und Hauptcharakter und Namensgeber. Ich bin der Namensgeber, das hat wir... Ja, 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 ja. Gut. Namensgeber. Ich bin nicht Disney. Kennst du? Ja, ja. Gut. Kannst du? Ja. Das ist so geil. Weiter. Tiermensch, kein Vogel, kein Disney-Vogel-Cartoon. Nein. Ich muss wirklich gerade an Tier-Cartoon-Menschen zählen, die nicht Disney sind. Kein. Oh, es klingt. Kein Vogel. Ja. Du bist kein Vogel. Ne? Ja, das hatten wir. Das hatte ich in der letzten Runde gefragt. Ich bin kein Vogel, ich weiß. Ja, Alter. Was könntest du noch sein? Bin ich ein Säugetier-Tiermensch? Ja. Ja. Okay. Ein Säugetier? Bin ich ein Hund? Nein. Nein. Mist. Warte, ich wollte... Okay, Feli ist raus. So, hatte ich eigentlich schon was gefragt jetzt? Du hattest, glaube ich, noch gar nichts gefragt. Gut. Nee, du bist jetzt gerade erst dran gekommen. Bin ich eine Cartoon-Figur? Ja. Ja. Gibt es auch Comics mit mir? Nicht wichtig. Glaube nicht. Nicht wichtig. Okay. Okay, da ist mein letztes. Du hattest mir den Zettel auf die Stirn geklebt. Mhm. Ich habe nur noch einen Schuss. Bin ich schlau wie Schlumpf? Nein. Verdammte Axt. Achso, wir sollen es noch dran lassen. Okay, weiter geht's. Wer bist okay. du? Okay, ich frage mal so ganz klassisch. Ist ja jetzt eigentlich Blödsinn, aber. Bin ich als Comic geboren? Was? Ja. Achso, ja. Mhm. Ja. Bin ich eine europäische Comicfigur? Ja. Ja. Bin ich eine französische Comicfigur? Ja. Ja. Oh, shit, immer noch drin. Ich will gar nicht mehr. Kann es nicht gehen. Bin ich eine Figur des 20. Jahrhunderts? Ja. Wie meinst du das? Des 20. Jahrhunderts. Achso, du meinst, lebt er oder... Bin ich eine zeitgenössische Figur im weitesten Sinne? Nein. Nein. Dann ist er auch raus und dann sind wir durch, oder? Weil du hattest gesagt, nee, eine wer Runde. Raus ist, ist raus. Das ist jetzt wir spielen die, jetzt, bis jeder fertig ist. Mhm. Genau. Ach so, ich dachte, wir wären jetzt. Ja. Nein, wir spielen jetzt, bis jeder die letzte werden. Figur erraten hat. Ach so. Und dann gibt es keine neue. Dann gibt es keine neue mehr. Ach so, das hat, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, wir wären jetzt noch einmal rund. Ich hätte ja was Sinnvolles gefragt. Für dich ist das die letzte. Okay. Also. Aber dann hätte ich noch was Sinnvolles gefragt. Du hast noch Chance zu gewinnen. Wenn du vor mir fertig bist, bist du... Okay. Ich bin kein Hund und kein Vogel. Nee. Bin ich ein... Nein, ich bin ein Säugetier. Ja. Ich bin ein Säugetier. Damit sind sie auch...
Kannst du auch kein Viech sein. Bin ich ein Nagetier? Ja. Ja. Ich meiß das Splinter. Nein. Nein. So was hab aber, ich. Aber, ja. Nagetier, nicht Splinter. So, Cartoon-Figur? Ja. Und keine, also keine richtigen Comics. Nichts, was ich... Nichts, was ich kann. Ich hatte ein richtiges Flanke schon. Von Disney haben wir, glaube ich, schon ausgeschlossen. Von Disney. Von Disney. Ja, haben wir auch schon ausgeschlossen. Bin ich nach 2000 erfunden worden? Nope. Nein. Aber, ja. Nein. Nein. Aber, nein. Ja. Aber nah dran. Nein. Was? Nee. Also nicht nach 2000. Nein, nicht nach 2000. Auf keinen Fall. Mache ich auch mal dasselbe. Bin ich nach 2000 erfunden worden? Möchtest du auch dasselbe fragen? Nur um die Runde zu vervollständigen. Kommen Sie ran. Bin ich männlich oder weiblich? Du darfst nicht oder. Was bist du? Ach so. Bin ich männlich? Ja. Ja. Komm ran. Ja. Bin ich männlich? Ja. Ich bin männlich, französisch, eine genuine Comicfigur. Ich bin kein Zeitgenosse. Ich bin also schon Geschichte. Mhm. Sowas von Geschichte. Sowas extrem von Geschichte. Oder lebe ich in einer Zeit, in der schon Eisenbahnen fahren? Nein. Nein, okay. Oh, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist noch nicht mal angefahren. Okay. Fucking. Billy. Ich komme nur auf Disney-Kram. Das ist voll schlimm. Das ist mir ein fettes Disney. Und das habe ich ja schon ausgeschlossen. Vom Stil her ging es auch schwer in die Richtung, aber war es halt nicht. Wie gesagt, alles, was mir einfällt, ist definitiv Disney, sondern nicht nur vom Stil, sondern es ist Disney. Sowas wie die Rettungstruppe, die sind alle Disney. Ja, ja, aber deswegen. Das ist, du bist schon nah dran vom... Also ich hätte sogar für Disney gehalten. Nee. Es ist leider nicht Disney, aber es ist so ein, wir versuchen Disney nachzuahmen. Disney hat auch Erfolg damit, also warum wir nicht? Ja. Mhm. Genau so was ist es. Weißt du schon, was du, also wo du herkommst, was du ein für ein Genre bist? Wir haben gesagt, ich bin eine Cartoon. Genau, okay. Serie nicht. Ich hatte gefragt. Du bist Cartoon, hast du gefragt. Schon keine Serie. Okay. Cartoon ist aber doch immer animiert, dachte ich. Mhm. Du bist ein westlicher Cartoon. Du bist animiert. Also ich bin ein Cartoon-Film. Ja. Mhm. Steffen? Der Steffen gibt wieder an, nur weil er zwei Dinge erraten hat. So, nur weil ich nicht wusste, dass Black Sail franco-belgisch ist. Nein, ich bin immer noch dran. Genau. Ich bin ein Cartoon-Film. Cartoon-Film? Das macht es ja noch einfacher. Not. Nicht von Disney. Was gab es denn da noch so? Ein Film, aber gab man nicht sehen, ne? Würde ich jetzt nicht, kenne ich nicht. Schon. Nur kurz, aber. Und jede Menge Fortsetzungen. Ja, ja. Psst. Bin ich vor 2000 gestartet? Ja. Mhm. Ja. Also das kann man schon mal nicht machen im Radio. Oh. Hm? Definitiv nicht, nein. Dann. Nagetier vor 2000 in einem Cartoon-Film. Zu einer Zeit, wo meine Mutter mein Fernsehen restricted hat. Rufen Sie jetzt an. Überhaupt gesehen.
Genau, im Rad muss man sagen, rufen Sie jetzt mit. Wollen Sie Feli helfen? Rufen Sie jetzt an. Wissen Sie die Antwort? Ist ja dann auch aufgelöst. Muss man hier überhaupt erzählen. Ja. Versuchen wir das weiter einzugrenzen. Moment, ich versuche nach einer sinnvollen Frage zu fragen, während ich keine Ahnung habe, wonach ich eigentlich fragen soll. Spiele ich in der modernen Zeit? Nein. Ja. Was? Nein. Ja. Ist das denn die moderne? Ja. Ist das die moderne Zeit? Ja. Ja. Also ja. Alles, was noch. Sagen wir mal grob der Beginn der Moderne, oder? Ich glaube, die nehmen jetzt die tatsächliche Definition der modernen Zeit. Nein, du spielst nicht 2000, du spielst In der eigentlichen Moderne. Du spielst in der alten Definition der Modernen. Industrialisierung war schon. Okay. Ich meine jetzt Moderne im eigentlichen architektonischen Sinne, ja, sehr, sehr sogar. Ja. Okay. Du spielst im Beginn der Moderne. Das Bauhaus steht schon. Hab ich schon gesagt. Das Bauhaus steht schon und es ist noch nicht mal zu. Beginnt. Bin ich Feivel? Ja! Ich habe, glaube ich, nur einen Film davon gesehen. Ich hasse diese blöde Maus. Ja, gut, voll gut. Was habe ich denn jetzt schon erraten? So, Feli ist jetzt raus. Was habe ich denn jetzt schon erraten eigentlich? Ich mache mir ja keine Notizen. Also, du bist ja selbst dran schuld. Du bist ein Cartoon. Du hast keine Comics, Disney. Du bist nicht Disney. Okay. Bin ich. Da hattest du noch irgendwas gefragt. Ich glaube sonst nichts, nee. Männlich? Ja. Menschlich? Ja. Ja. Achso, nach 2000 hatte ich noch gefragt, genau. Nicht. Dann bin ich sehr wahrscheinlich was relativ Altes. Also so. Wie alt? Okay, bin ich sowas aus der Reihe oder aus der Definition Klassik-Cartoons? Jetzt wird es schwierig, weil wir eine andere Definition von Klassik. Okay. Ja. Es ist eine von unseren Klassik-Cartoons. Überlege, wie alt wir sind. Mhm. Ja, ich würde es Klassik nennen. Nicht aus den 80ern? Ja, so eine Ecke. Ja, ich glaube Ende 80er. Ende 80er. Also ich weiß, dass... Da werden uns jetzt vielleicht Leute den Kopf abreißen, weil wir es nicht genau wissen. Ist doch nicht schlimm. Das lief auf jeden Fall schon lange, als ich das damals die ersten Male gesehen habe. Genau. Ich denke schon, ich kann mal googeln. Machen wir weiter. Klassik bezieht sich ja auch immer so ein bisschen auf die Gegenstände. Mit? Ja. Gibt es mehrere Inkarnationen von meiner Reihe? Nein. Nope. Es ist überhaupt eine Reihe. So, machen wir mal die Standard. Bin ich männlich? Nein. Ich bin meine Frau. Yay. Ja, eine berechtigte Frage, was du eben gefragt hast. Ich bin kein Schlumpf. Das ist schon mal wichtig. Bin ich überhaupt ein Mensch? Ja. Ja. Es ist nicht 80er. Ich bin 90? Französischer Mensch und ich bin Geschichte. Bin ich aus der Asterix-Welt? Ja. Jetzt rate dich tot. Die ist groß. Ich weiß. Es gibt vor allen Dingen sehr viele Kerle. Wenn es eine Frau gewesen wäre, wäre es einfach. Bin ich Gallier? Ja. Ja. Du hast... Das hast du jetzt sehr dezimiert. Also jetzt wird's eigentlich... Habe ich ein X am Ende. Entschuldigung. Lebe ich in dem Dorf? Ja. Das ist sehr wenig. Bin ich länger, als ich bereit bin? Was? Ist mir zu kurz oder ist mir zu lang? Das kann ich jetzt so... Bist du länger, als du bereit bist? Nein, Moment, stopp, ich darf ja keine Oder-Fragen stellen. Nee. Bin ich... Eher länglich. Nein. 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 Bin ich eine Cartoon-Serie? Ja. Bin ich Titelfigur dieser Cartoon-Serie? Ja. Mensch. Mhm.
90er. Ich habe gar keine Idee gerade. Bin ich ein Superheld? Nee. Gut. Ich bin eine Frau, ich bin vor 2000 erfunden worden, ich bin kein Schlumpf, ich bin nicht deutsch. Bin ich menschlich? Ja. Okay. Ja. Ich bin nicht Carmen Sandiego. Nein. Also ja, du bist nicht Carmen Sandiego. Ich muss etwas sein, was Flori kennt. Wer ist Carmen Sandiego? Das ist auch so richtig. Nee, wo ist Carmen Sandiego? Ich habe jetzt nur mal so schlau getan hier. Das ist ja nett, wenn das so rüberkommt. So, ich bin nicht Carmen Sandiego, ich bin eine Frau. Bin ich die Titelfigur? Nein. Okay, nein. Nicht Titelfigur. Ist man nie, wenn man eine Frau ist. Ja, leider nicht. Selten. Sehr selten. So, wieder näher ran. Du bist dran mit Ratten. Ich bin nicht länglich. Nein. Ich bin nicht länglich. Lach. Ich bin nicht länglich, weil ich eher breit bin. Mhm. Ja. Dann kommen eigentlich nur noch zwei Leute in Frage. Mal das Ding da vom Mikro. Das ist dein Mikro. Ich nehme mal diesen Spuckschutz vom Mikro weg. So, okay. Bin ich Obelix? Nein. Da bleiben ja noch voll viele übrig. So, du bist dran. Bin ich... Warte mal, kein Superheld. Bin ich ein Held im herkömmlichen Sinne? Nein. Auch nicht? Nee, nicht Nein. im herkömmlichen Sinne. Du bist kein Held, keine Art. Egal welche, okay. Du bist kein... So, bin ich Teil einer Gruppe? Ja. Obwohl, okay. Man könnte ein Wort benutzen, was halt beinhaltet, aber darüber gehen wir jetzt nicht näher ein. Wir sind ein gutes Kollektiv. Anti-Held? Bin ich ein Superheld? Nein. Okay. Dann. Bin ich Majestix? Ja. Ja, gut. Das ist ziemlich lustig jetzt, ja. Okay. Ja, so okay. Ja. Also ich bin dann eher ein Schurke. Nein, auch nicht. Man kann dich nicht in dieses Helden-Dings. Okay. Es ist keines dieser. Ja, okay. Mhm. Ich bin Teil einer Gruppe. Ich bin vor 2000 entstanden. Ich bin eine Frau. Ich habe mir nur Ja aufgeschrieben, weil ich doof bin. Ja! 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 Gut, dass du dir das gemerkt hast. Ist aber wichtig, ja. Es ist schon spät. Ich glaube, ich wurde gefragt, ob ich denn Mensch bin. Was können Sie uns dazu erzählen? Ja. Moment! Wichtige Information! Ja! Und damit steht der Sendungstitel die Sendung mit dem Ja. Ja! Oh, oh mein Gott! Aber sowas. Das muss ich mir gleich irgendwo notieren. Okay. Oh Gott. Ich bin Teil einer Gruppe. Ich bin eine menschliche Frau. Ja. Du bist nicht die Hauptfigur. Ich bin nicht die Hauptfigur. Okay. Notiere ja. Haschkekse. So, und ich war nicht deutsch. Notiz wird erstellt. Wurde vermerkt. Ja. So, super. Haschkekse, da bin ich auch noch ein. Oh Gott. So, keine Drogenverherrlichung. Ich bin vor 2000.
Dann frage ich auch mal, spiele ich in der Moderne? Nein. Nein. Schreib dir das auf, nein. Ja, nein. Das ist das mit den vier Buchstaben. Wenn du einmal dabei bist. Oh Mann. Das kann ja nicht mein Ernst sein. Die Frau hat Abitur. Stellt euch mal ihre Notizen für die Abitur. Ja, und ich habe auch Abitur. Was sagt das schon? Vielleicht. Das kann mich jetzt nicht wirklich stoppen. Das Gemüse ist ja ein 90er. Das passt schon. Da hat man einfach mehr Mensch. Zeit. Nein, ich meine wegen der Notizen. Als Abiturient hat man einfach unglaublich viel Zeit, andererseits auf die Spitze zu treiben. Das ist, ja, es gibt so viele große Serie Pausen. Aus Amerika stammen. Ja. Ja. Und ich bin die Titelfigur. Ja. Ja, und auch der Titelgeber. Bin ich Teil eines Teams? Nee. Nee. Okay. So. Vorsicht, Vorsicht. Moment. Es fängt an. Nein. Nein. Komme ich aus den Flintstones? Nein. Nein. Okay. Nein. Ich wollte gerade sagen, Uni-Notiz jetzt. Ach so, nein. Ich bin ja. Das ist das Zweite in dieser Runde. Das ist eine gemeine. Was gab es denn da? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Das ist ja eine spezielle Art von Held, sag ich nur. Spezielle Art von Held. Feli. Sorry. Nein, vergiss mich. Dann muss ich auch ein bisschen mehr böse Tipps haben, weil ich bin noch überhaupt. Dann muss jemand anders einen bösen Tipp geben. Mhm. Also ich kann das in dem Fall nicht gut. Tobi hat es auch geschrieben, der muss den Tipp geben. Ja, gib mir mal einen Tipp. Hattest du schon so nach Einzugsgebiet gefragt? Einzugsgebiet? Hallo? Du bist doch. Ich soll auch noch einen bösen Tipp für dich geben. Ja, weil ja, du hast gerade einen fiesen Tipp gekriegt und ich möchte jetzt auch einen fiesen Tipp. Er hatte schon einen bösen Tipp. Ach ja, aber sie kriegt jetzt einen fiesen Tipp. Ja. Einen fiesen Tipp. Ich habe zwischendurch schon mal gesagt, wir sind ein gutes Kollektiv. Wo du gefragt hast, bin ich Teil einer Gruppe. Gutes Kollektiv. Ja. Ist eigentlich noch dran oder nicht mehr? Du bist dran. Okay. Oder? Was hast du falsch gefragt? Hab ich überhaupt was gefragt? Keine Ahnung mehr, wer das gefragt hat. Leute, ihr schreibt Protokoll und schickt es dann ein. Ja, okay. Und wir ändern dann die Sitzung dementsprechend nicht. Boah. Ja. Irgendwann gibt es dann Betrugsfälle und Leute von uns müssen gehen und landen vor Gericht. Mensch. Und Amerika? Von Warner Bros.? Ist das Warner Bros.? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Almighty Google, tell us. Nein. Nein? Nein. Ja, nein. Nee, nicht ja. Warner Brothers. Genau. Habe ich überhaupt eine Chance, das zu kennen? Ja, also zumindest den Namen hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist ziemlich bekannt und man muss auch nicht viel davon kennen, um es zu erkennen. Genau. Du bist der Titel. Das ist. Ja. Ich hab eine Idee. Achso, bin ich noch dran? Nee, er hat ein Nee bekommen. Das heißt, ich bin also ein gutes Kollektiv. Du bist Teil eines guten Kollektivs. Wir sind ein gutes Kollektiv. Ich weiß, du gehörst nicht zu den Schlümpfen. Lass dich nicht irritieren. Wir sind die Smurfs. Ich habe schon gefragt, ob ich ein Schlümpf bin. Ich bin kein Schlümpf. Habe ich eine Chance, es zu kennen? Ja. Ja. Okay. Du bist nicht modern. Bin nicht modern. Ist doch meine Serie nicht modern? Absolut nicht modern. Okay, beides nicht. Ich bin nicht deutsch? Nein. Ja. Ich komme nicht im Titel vor?
Nein. Ja, du kommst nicht im Titel vor, verwirr sie nicht. Nee, ich habe, das sind ja schon Sachen, die ich gefragt habe. Ich fasse nur kurz zusammen, wo ich was können könnte. Und was halt vor allen Dingen Flori kennt. Ich bin noch kein Schlumpf. Keine rote Mütze. Ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau. Ich bin Teil einer Gruppe, die sehr, ein sehr gutes Kollektiv ist. Ich bin kein. Wir sind ein gutes Kollektiv. Es gibt nicht so viele Tipps. Okay. Ich komme aber überhaupt. Jetzt stehe ich mal auf dem Schlauch. Wir sind ein gutes Kollektiv. Ja, weil überall so Sachen, wo das jetzt Sinn machen würde, wie, keine Ahnung, Musketiere oder sowas, sind halt, kommen halt keine Frauen drin vor. Hm. Also speziell ihr seid ein gutes Kollektiv. Das war jetzt zu viel. Ja. Wir sind nicht die Borger, nein. Ja. Die Borger? Ich bin voll auf dem Holzweg, deswegen. Nee, ja, so einfach Borg. Ist das gar nicht. Okay, stell einfach eine Frage. Ja. Wenn man es weiß, ja, dann ist es echt. Ja, das ist. Es ist eine alte Serie, alte. Ja, ja. Alter Kram, ich bin eine Frau, ich gehöre nicht in die Gruppe, deswegen komme ich jetzt erstmal auch auf nichts. Wo komme ich denn her? Du hast gesagt, bin ich eine amerikanische Figur? Nein. Okay. Mir ist nicht schon gesagt? Nee, ich bin nicht deutsch, das wusste ich. Ah, stimmt. Okay. Deswegen, das ist zu. Ich muss jetzt erstmal fragen, wo ich herkomme, sonst kann ich nicht raten. So. Bin ich von Cartoon Network? Ja. Mhm, bist du. Bin ich ein Kind? Nee. Nee. Mhm. So. Schade. Ich bin nicht Ami, ich bin nicht deutsch. Ich bin gerade. Ich bin zwei eine Frau, Teil des Team. Wir sind ein gutes Kollektiv. Ich bin alt. Mhm. Ein Teil eines alten Teams. Ja, machen wir einfach mal weiter mit, wo komme ich her? Ich bin, dann bin ich franco-belgisch? Ja. Okay. Das passiert mir nur einmal. Ich bin, das habe ich noch gar nicht gefragt, bin ich Cartoon-Figur? Auch. Auch, okay. Auch, ja. Ja, auch. Aber nicht genuin. Genau, nicht genuin, aber ein Comic. Okay, ich bin ein aber Comic. Aber es ist beides. Zettel fällt. Nee, der klebt. Ja, okay, ich bin ursprünglich eine Comicfigur, die dann später mal einen Cartoon gekriegt hat. Alles schon etwas länger her. Ich bin Teil einer Gruppe, ein gutes Kollektiv. Franco-belgisch. Und wir hatten die Schlümpfe ausgeschlossen. Und es gibt keine Frauen in Lucky Luke, die wichtig wären. Es gibt keine Frauen. Es gibt wenig Frauen in Asterix, die wichtig sind. Nicht mal das Pferd ist eine Frau. Ich weiß nichts. Wo gibt es denn wichtige Frauen, die ich kennen könnte? Ich bin nicht. Wie heißt sie denn nochmal? Der Klopf. Fantasie. Wie heißt sie denn nochmal? Huh? Ich komme mir nicht auf den. Wen meinst du? Fantasie. Nicht Fantasie. Es gibt. Dinge, die Alban liest. Spirou und Fantasia. Nein, das ist die falsche. Was du meinst. Ja, nee, das kennt ja wahrscheinlich Flori gar nicht. Genau, so sieht es wahrscheinlich aus. Es muss was Bekannteres sein. Ja. Ich bin bekannt. Ja. Relativ. Relativ, ja, aber halt, wenn man es mit uns mit unserem Thema auskennt, bin ich bekannt. Bekannt ist ein Kollektiv. Bin ich die Borger. Klopf doch mal ein paar Reihen ab. Ja, mir fällt überhaupt nichts ein, wo ich fragen könnte, weil mir nichts einfällt, wo eine Frau bei Franco-Belgisch wichtig wäre. Klopf doch mal ein paar der Serien ab, die du schon ausschließen würdest. Irgendwie ja, das so. Hatte ich ja gerade. Ja, hast du nicht was. Du hast es einfach nur ausgeschlossen. Aufgezählt. Ja, Lucky Luke gibt es keine wichtige Frau. Schlümpfe habe ich gefragt. Da gibt es auch nur eine Frau, also frag mal nach anderen Dingen. Ah, gut.
habe ich nur einen Namensteil. Oder, also habe ich nur einen Namensteil. Also, ja. 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 Ich bin kein Doppelname. Also kein. Du hast nur einen Namen. Okay. Wie der Koreaner noch der Aufnahme. Ja. Wurde mir der Name, also ist das mein ist das mein Teamname oder wurde mir dieser Name von jemand anderem gegeben, der nicht meine Eltern sind? Was? Nein, ich... Es ist dein Name. Okay, nein, es ist mein Geburtsname, so wurde, wie alle Leute ihre Namen okay, kriegen. Ich habe... Wurde mir der Name von jemand anders gegeben? Nein, okay, dann... Dieser Name ist ein Geburtsname. Oh, ich habe keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Ja, willkommen im Club. Ja, die haben natürlich auch immer schwierigere Sachen draufgeschrieben, je mehr Dinger wir eingeheimst haben. Oh, nee, du hast seins geschrieben. Ja, ich weiß. Ich dachte, das war schwierig. Die haben. Kann ich das überhaupt kennen? Ja. Ja, du kennst das mit Sicherheit. Du wirst den... Es ist vielleicht jetzt nichts, was du viel geguckt hast, aber es ist... Aber wie gesagt, es reicht, wenn man einmal irgendwas davon gesehen hat und man erkennt es wieder. Es ist... Nee, Cartoon Network, davon kennt man die meisten Sachen. Ist eine Erwachsene. Ja, erwachsen. Ist es ein muskulöser Typ? Ja. Bin ich Johnny Bravo? Ja, du bist Johnny Bravo. Du bist ein Frauenheld. Ja. Deswegen so einen Tipp hätte ich auch gerne gehabt, aber kollektiv. Aber den habe ich echt nie geguckt. Den habe ich echt nie geguckt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe den auch nicht wirklich geguckt. So. Aber den kennt man halt. Ich habe überhaupt keine Idee. Frag doch nochmal zu Ende bringen. Ich weiß es nicht. Okay. Du hast es mit dem Kollektiv zu wörtlich genommen. Ja. Du denkst zu sehr an Borg bei Kollektiv. Ja, ich weiß. Oder an so ein Heldenkollektiv. Du hast eine Kollektiv im Sinne Gemeinschaft. Du hast die Serie, in der du kommst, schon genannt, indem du sie ausgeschlossen hast. Aber ich habe gefragt, ob ich ein Schlumpf bin. Ja, das haben wir ja auch verneint. Okay, ich bin kein Schlumpf. Du bist immer noch kein Schlumpf, du bist ein Mensch. Es gibt nur einen Menschen bei den Schlümpfen. Nein, es gibt zwei, aber die Hexe bist du auch nicht. Die Hexe. Gemeinschaft. Bin ich die Mutter von den Daltons oder was? Wir sind ein gutes Kollektiv. Die. Nein, du bist nicht die Mutter von den Daltons. Was hast du denn noch genannt? Asterix. Mhm. Aber davon kenne ich keinen Namen. Ach, verdammt, das ist das Problem. Okay. Ich kenne den Namen auch nicht. Nicht mal seine Frau? Okay, nee, dann war es keine Chance. Dann, sorry. Keine Ahnung. Tut mir leid. Deswegen habe ich das erst erkannt. Als gute Miene? Als die, ja. Bin ich die gute als Miene? Als die anderen sagten, dass ihr das zusammengehört ist. Ach so, wir sind ein gutes... Ja. Ah, nee, da habe ich nicht drin. Gute Miene, den Namen kannte ich auch nicht. Ich denke hier mal, das hier war schon eine Reaktion auf diesen. Genau, das war eine Reaktion auf den. Ja, ja. Ich habe auch wir haben es geschafft. Und ihr habt es geschafft, liebe Hörer. Ja, ihr habt es überstanden. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt mitgeraten habt, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid, ob ihr die Frage hättet auch gelöst. Und Mann, bei welchem Tipp? Ja, beim Helden. Ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch. Wir brauchen noch die Antwort auf... Wir müssen nur noch ziehen. Nein, wir brauchen die Frage zur Antwort. Genau. Was haben wir? 42. Ach so. Ja, die Frage zur Antwort. Wir müssen losen, wer die Frage zur Antwort hat. Wie macht man das jetzt? Keine Ahnung. Wir hatten letztes Mal ein wunderschönes Gewinnspiel. Und zwar war die Frage dort, wie viele Bände hat denn Isnogut? Die Antwort war 28 Bände. Nicht 42, Leute. Nicht 42, tut mir leid, es ist nicht die Antwort. Obwohl, wenn ihr diese Antwort eingesendet hättet, wäre... Hätte vielleicht einen Trostpreis gegeben. Genau. Oder so. Aus unseren zahlreichen Einsendungen mussten wir jetzt verlosen. Wir haben fair und ehrlich gezogen. Ja. Lange, peinliche Pause. Achso, ich muss jetzt sagen, Steffen verkündet jetzt den Gewinner. Genau. Der Gewinner hat uns über das Panini-Forum seine Antwort geschickt. Und zwar ist es ein User mit dem Namen JMC. Ich werde dir dann demnächst nochmal eine private Nachricht schicken und dann musst du mir mal deine Adresse mitteilen. Gut. Wenn sich diese Person nicht meldet, dann rutscht es weiter auf die nächste Einsendung. Richtig. Dann. Genau. Mord und Totschlag ist aber keine Lösung, um zu gewinnen, okay? Genau, so machen wir das. Felis so. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn eines ist nur gut. Kommt. Alles Gute. Viel Spaß, genau. Konfetti. Lass uns mal wissen, wie es dir gefallen hat mit dem Facebook. So. Facebook.
Das war's. Der ist großartig. Das war's. Das war die letzte Ausgabe. Nee, war das die letzte Ausgabe? Das war die allerletzte Ausgabe ever. Eigentlich war das jetzt die letzte Ausgabe von 2012. Die letzte offizielle. Eigentlich. 2012. Von 2012 stimmt. Wirklich. Wir sind Zeitreisende. Kann Martin Beckfly nochmal in die Zukunft reisen? So, ja. So, Flori ist der einzige Zeitreisende unter uns. Für alle Leute, die sich in der Nähe für alle Leute, die sich in der Nähe Frankfurt 2015. aufhalten. Es ist 2012 in Frankfurt, Leute. 2012. Wir haben für euch ein kleines Special vorbereitet. Wenn alles klappt, sind wir am 17. Dezember im Radio X im Hörerfenster. Und wie viel Uhr? Ab 13.10 Uhr geht's los. Direkt nach den Nachrichten sind wir. 13 Uhr gibt's die Nachrichten und dann Und ihr werdet das echte, ordentliche, ungeschnittene Chaos der Cookies erleben. Super! Im Äther. Dass Steffen groß schneiden würde, das behauptet er nur. Behauptet er nur, damit und so tut, dass es so lange dauert, bis sie. Auf Folgen der elektromagnetischen Wellenlänge 91,8 Megahertz. Haben wir den Radiosender schon gesagt? 91,8 Megahertz. Ja. Oder auf im Telefonnetz auf Radio X Livestream oder sowas. Ich glaube, Radio X.html. Ihr kriegt unten einen Link. Punkt. Genau. Genau. Wer ist denn dabei? Jawohl, ich. Ne? Ja, ich habe mir da freigenommen. Hi. Ja. Du, ich. Ich, viele. Also, Steffen ist dabei, Feli vermutlich auch, Uni auch. Und Flori hat das Ganze organisiert. Also, einen herzlichen Dank an Flori. Ja. Aber er darf nicht mitmachen. Erstmal hinkommen, ne? Ja, erstmal hinkommen. Also, kann sein, dass sich das noch verschiebt. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber für Frankfurt ist es auf jeden Fall so. Auf jeden Fall vor dem Live-Termin nochmal Bescheid. Das Ganze gibt es, wie gesagt, als Livestream. Ihr könnt das erste Mal live hören. Eventuell auch anrufen und so weiter und so fort. Also richtig. Es gibt eine Telefonnummer, die wir auch unbedingt noch voll geschrieben müssen. Voll geil. Genau. Und das was? Wer ist da? Nee. Was? Briefsturm? Nein. Leitung unterbrechen. Nicht den, der stellt peinliche Fragen. Briefsturm sagt wieder Schniedel im Radio. Ja, genau. Ja. Was ist denn die Körbchengröße von? Super. Genau. Steffis Körbchengröße ist ein großes A. Ah. 120A. Ah. Das sind Dinge, die Welt nicht wissen. Das muss man schon mal dazu sagen im Radio. Wir haben aber auch vor, das Ganze dann mitzuschneiden und das wird dann entweder eine Spezialepisode sein oder mal gucken. Ja. Also, heute war unsere tolle Adventsepisode mit leckeren Kekse essen. Habt eine schöne Adventszeit. Der erste Advent müsste, wenn das erscheint, schon rum sein gerade. Wir sind immer Zeitreisende in diesem Podcast. Und genau. Wann sind wir? Oh, ja, wir weisen euch jetzt auf einen coolen Termin hin, einen tollen Signiertermin, der dann schon 3 Tage rum ist. Selbst der letzte Signiertermin in diesem Jahr am T3 wird dann schon rum sein. Ja. Wir hören uns voll up to date. Januar vermutlich spätestens wieder. Okay. Passt auf euch auf, habt eine schöne Weihnachtszeit. Fallt nicht hin beim Rutsch ins neue Jahr. Genau. Lasst euch schöne Comics schenken. Genau. Alles Gute. Oder Merchandise. Märchen diese. Oder Haarspangen. So. Hast du die jetzt eingesackt? Nein, ich habe sie immer noch in den Haaren. Ja, ich weiß, aber hast du sie eingesackt? Eingesackt? Ja, das gehört sie jetzt dir. Weiß ich nicht. Von mir aus kannst du sie behalten. Ich habe noch einen ganzen Bundle davon. Ich bring dir auch eine mit. Oh, ja? Eine mit Blümchen. Ja, Mann, ich habe eine grüne. Ja. Haarspangentausch. Die machen mir sexy Haarspangen. Ich halte das nächste Mal wieder ein, wenn ich hier zum sexy Haarspangentausch komme. Haarspangentausch. Süße Podcast. Ich glaube, Klamotten und Schuhe können wir nicht tauschen. Ihr seid nicht die richtige Größe. Ja, ich kann seine Pullover tragen, aber... Ob du seine T-Shirts trägst? Ein bisschen schönere Uni, hast du auch das Gefühl, dass dieser Podcast immer merkwürdiger wird? Ich doch nicht. Einen habe ich meinem einzigen Freund. Du musst mir schon sagen, was ich sagen soll. Ja, richtig. Also. Es gibt heute keine Weisheit, weil Alban ist weg. Ja, Alban befindet sich auf dem Rückweg.
Wir grüßen Alban. So, grüß an Alban. Winkt ins Mikrofon. Sind voll sinnvoll. Aber wir haben auch schon zur Begrüßung alle gewunken. Ja. Voll geil. Sie winken immer ganz freundlich. Tut das bitte auch beim Zuhören. Ja, genau, immer zurückwinken. Wenn ihr das Gefühl habt, es flattert gerade euch in die Ohren, das sind wir. Wir winken ins Mikro. Wir winken auch eigentlich zurück. Auch immer mal zwischendrin. So. Ja, oft fuchteln wir auch mit den Händen. Oder es sind Warnervögel. Was? Den ultimativen Tipp gab es heute von Uni. Bei Spielen immer Janu ziehen. Ja. Okay, ich bin eine Frau. Bin nicht vor 2000. Ja. Und ja. Ja. Offensichtlich. Geil. So, ich mache heute gute Miene zum bösen Spiel. Genau. Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen. Der ist unter der Tür durch. Uns mit einem gemeinsamen. Tschüss. Bye. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.